Kommt dran, kommt dran! Appetitliche Häppchen von höchster Qualität. Na, wieder Ratten gefangen? Du schon wieder. Verzieh dich. Wer soll diesen Zehnfraß essen, hä? Du machst mir das Geschäft kaputt. Das werde ich melden. Melden? Wem willst du das denn melden? Jeder, dem du das meldest, wird von deinen Köstlichkeiten kosten wollen. Und? Was wird er dann wohl fragen, hä? Diese verdammte Bande. Er jagte durch die engen Gassen der Altstadt. Schneller als jeder andere. Geschickter und ungleich erfahrener. Siegesgewiss, ohne auch nur ein einziges Mal an den Sieg zu denken. Berechnend, ohne auf seine Verfolger Rücksicht zu nehmen. Noch 3 oder 4 Wegkehren, dann würde er den Palast des Emirs vor sich sehen. Das gefährlichste Wegstück des verbotenen Teppichrennens. Selbst Tarik hatte sich auf diese Etappe erst 2-mal eingelassen. Und nur dann, wenn er das Preisgeld besonders nötig gehabt hatte. Er war der beste Teppichreiter Samarkands. Aber entlang der Palastmauer zu fliegen, wo die Garde des Emirs auf der Lauer lag, war riskant. Denn der Ritt auf fliegenden Teppichen wurde in dieser Stadt ebenso mit dem Tod bestraft, wie jede andere Anwendung von Magie. Und die Wächter auf dem Wehrgang würden alles tun, um ihn vom Himmel zu schießen. Mit etwas Glück würde er die Mauer bereits hinter sich gelassen haben, bevor sie ihre Bogen bereit hatten. Schlimmer würde es für jene kommen, die ihm nachfolgten. Sie rasten geradewegs in das Schussfeld der alarmierten Soldaten. Tarik führte das Rennen an. Als er zuletzt über die Schulter geblickt hatte, war sein Vorsprung vor den anderen beträchtlich gewesen. Er hatte Schmerzensschreie gehört und angenommen, dass einige durch seine Manöver an die Hauswände geprallt und abgestürzt waren. Kaum ein Drittel würde ins Ziel kommen. Das erhöhte das Preisgeld. Darum war es von Vorteil, möglichst viele Gegenspieler loszuwerden. Verdammt! Der zweite Teppich holte auf. Ein maskierter Reiter, wie er selbst. Eine Hand ins Muster des Teppichs versenkt, die andere zur Faust geballt. Ein Knie im Ausfallschritt auf dem gewebten Boden, das zweite vor der Brust angewinkelt. In der gleichen Haltung wie Tarik. Nicht etwa, weil der andere Reiter ihn nachahmte. Beide hatten vom selben Meister gelernt. Von Jamal al-Abbas, ihrem Vater. Was soll das, Yunus? Sein jüngerer Bruder war nun genau neben ihm. Und nur noch wenige Steinwürfe von der Palastwand entfernt. Abrupt scherte er zur Seite aus, holte Schwung und rammte Tariks Teppich mit der mörderischen Wucht eines Streitwagens. Tarik wurde zur Seite geschleudert. Das Gestänge einer hölzernen Balustrade verfehlte ihn um Haaresbreite. Tarik schickte einen stummen Befehl in den Teppich, schwenkte zurück auf seinen alten Kurs auf eine Höhe mit Yunus, der zu einem neuen Kollisionsmanöver ansetzte. Jemand wird umkommen, wenn du nicht aufhörst mit diesem Irrsinn! Da! Oh. Yunus! Das hier hat nichts mit dir zu tun. Nichts, das ich tue, hat mit dir zu tun. Warum? Ich brauche die Prämie. Ich habe alles auf mich selbst gesetzt. Alles! Jeden einzelnen Dinar! Obwohl du gewusst hast, dass ich am Rennen teilnehme? Du bist nicht unschlagbar, auch wenn du das glaubst. Was willst du mit dem Geld? Bei mir geht es nicht um Wein und Frauen. Ich bin nicht du. Ich werde auf Vaters alter Schmuggelroute fliegen, nach Bagdad. Ich habe einen Auftrag angenommen. Der Palast kam näher. Die Soldaten auf den Zinnen bewegten sich. Das Djinnland hat Mariam umgebracht. Das wird auch dich töten. Mariam hat sich auf dich verlassen. Den Fehler werde ich wohl kaum begehen. Tarik ballte seine Hand im Muster zur Faust. Der Teppich sackte nach unten, tauchte unter Yunus hinweg. Er streckte die freie Hand nach oben, berührte die Unterseite von Yunus Teppich
stieß mit einer gemurmelten Beschwörung die Finger hinein. Eine Wellenbewegung lief durch das Gewebe. Der Teppich bäumte sich auf, als er die Befehle zweier Meister in sich spürte. Nein! Ins fremde Muster zu greifen war der schändlichste Trick, mit dem ein starker Reiter einen Schwächeren ausschalten konnte. Und er galt als verpönt und unehrenhaft. Aber Ehre war etwas, um das sich die Verlierer schlagen mochten. Tarik kannte jede List und hatte sie alle ausprobiert. Und auch jetzt verspürte er nicht den Schatten eines Skrupels. Tarik schoss unter Younes hinweg, stieg vor ihm auf und blickte flüchtig über die Schulter. Der Teppich seines Bruders drehte sich im Flug um sich selbst, schlingerte nach rechts und links. Younes verlor den Halt und wurde abgeworfen. Neben Tarik wuchs die Palastmauer in die Höhe. Nach all dem Geschrei waren die Soldaten auf den Zinnen gewarnt. Mondlicht blitzte auf Pfeilspitzen. Tarik zog den Kopf ein, beschleunigte den Teppich und flog parallel zur Mauer, so niedrig wie möglich über dem Boden, wo die Lichtkreise der Fackeln ihn nicht erreichen konnten. Er kannte ihre Schwächen, den ungünstigen Schusswinkel zum Fuß der Mauer, die Tücken der Finsternis. Weit vor ihm fiel eine Fackel in die Tiefe. Er hellte im Sturz einen Streifen der Palastmauer und landete im verlassenen Bretterverschlag eines Händlers. Zwei weitere Fackeln folgten. Eine fiel ins Stroh eines leeren Tierpferchs. Ihr Schein erleuchtete die Mauer bis hinauf zu den Zinnen. Keine Pfeile mehr. Er wusste weshalb. Die Soldaten warteten darauf, ihn deutlicher sehen zu können. Das helle Wegstück lag genau vor ihm, noch 50, 60 Meter entfernt. Es gab keine Möglichkeit, es zu umfliegen. Er musste notgedrungen mitten hindurch. Um den Schusswinkel noch ungünstiger zu machen, lenkte Tarik den Teppich noch näher an die Mauer heran. Der Fransenrand streifte den Lehmputz. Tarik schoss in eine Wand aus Hitze und Rauch. Der Teppich knapp über den Flammen. Die Begrüßung von oben ließ nicht auf sich warten. Ein Pfeil schlug neben ihm in den Teppich, bohrte sich durch das Gewebe und blieb stecken. Ein Hitzestoß fuhr durch Tariks Arm, als das Muster den Schmerz an ihm weitergab. Er biss die Zähne zusammen und gab dem Teppich Befehl, stur geradeaus zu fliegen, komme was wolle. Eine Lanze schnitt unmittelbar vor ihm durch den Rauch und verschwand im Feuer. Dann setzte der Hagel von oben aus. Die Soldaten hatten ihn anscheinend aufgegeben und sparten ihre Pfeile nun für den kommenden Pulk der übrigen Teilnehmer des Teppichrenns. Tarik war zurück im schützenden Dunkel. Von hier aus war es nicht mehr weit bis zum Ende der Mauer. Dann führte die Route zurück ins Labyrinth der Gassen. Der Rest der Strecke würde ein Kinderspiel sein. Eine schlanke Gestalt, direkt vor ihm. Sie hatte sich aus dem Schatten der Mauer gelöst, aus einer Öffnung oder einem Spalt, richtete sich aus der Rocke auf. Zu spät, um auszuweichen. Der Teppich erwischte sie am Arm, riss sie herum und schleuderte sie auf die Straße. Tarik klammerte sich mit einer Hand ins Muster, mit der anderen an den Teppichrand. Vergeblich. Das Gewebe verlor an Stabilität, wellte sich, bäumte sich auf und Tarik verlor die Kontrolle. Er hob den Kopf und rappelte sich auf die Knie. Zumindest war nichts gebrochen. Er blickte sich um. Hinter sich der Rauch des Feuers. Er lag wie eine Glocke über der Straße und schützte ihn vor den Augen der Soldaten. Zu seiner Rechten, etwa 10 Schritt entfernt, sein Teppich. Dahinter richtete sich gerade benommen die Gestalt auf, die ihm in die Flugbahn gelaufen war. Ein Mädchen? Sie sah nicht aus wie jemand, der sich bei Nacht in den Straßen Samarkands herumtreiben sollte. Nicht in diesem Hauch von einem Kleid, das ganz offensichtlich zerrissen oder verrutscht war. Er
Etwas wackelig kam er zum Stehen. Da sah er zwischen Teppich und Mädchen vier geduckte Gestalten aus den Schatten der Häuser treten. Abschaum in zerlumpter Kleidung, der auf einen Moment wie diesen nur gewartet hatte. Die Männer hielten inne, stutzten. Auf der einen Seite ein halbnacktes Mädchen, auf der anderen ein Teppich aus chinesischem Drachenhaar, der seinem Verkäufer ein kleines Vermögen einbringen mochte. Für einen endlosen Augenblick hielten beide Begierden sich die Waage. Ja! Zwei von ihnen stürzten auf den Teppich zu, die anderen beiden auf das Mädchen. Tarek zog seinen krummen Dolch und schnellte auf die beiden Kerle zu, die sich an seinem Teppich zu schaffen machen wollten. Mit zerfetzter Wange ging der erste zu Boden. Der andere Kerl stellte sich geschickter an. Breitbeinig blieb er auf dem Teppich stehen und zerrte ebenfalls einen Krummdolch hervor. Der Mann vor ihm konnte nicht wissen, wer ihm gegenüberstand. Sonst hätte er längst das Weite gesucht. Ehe der Mann wusste, wie ihm geschah, hatte Tarek ihm seinen eigenen Dolch in der Hand gedreht und ihm in den Leib gestoßen. In derselben Bewegung stieß er den Sterbenden beiseite, damit er nicht auf den Teppich blutete. Tarek packte eine Ecke des Teppichs und riss ihn an sich. Noch hatte keiner der anderen Reiter aufgeholt. Nein! Lass mich! Nein! Stell dich nicht so an! Zierst du dich? Bist wohl zu fein für uns. Oh. Sie hatte ihn verdammt nochmal schon genug Zeit gekostet. Oh. Widerwillig fuhr Tarek herum und eilte dem Mädchen zur Hilfe. Hübsche Beine hast du. Tarek machte kurzen Prozess. Ja. Aber nein! Nein, nicht! Ja! Hastig zog er den Teppich zurecht, bis er flach ausgebreitet dalag. Warf einen Blick nach oben, wo jeden Moment die nächsten Teppichreiter auftauchen mussten, und schob die Hand ins Muster. Warte! Nimm mich mit! Nein. Da sind noch mehr von denen, zwischen den Häusern. Nicht mein Problem. Bitte, nimm mich mit. Oh, nein! Ja. Sie werden mich auspeitschen! Denen wird weit Schlimmeres einfallen, wenn sie dich in die Finger kriegen. An deiner Stelle würde ich schnell dorthin gehen, woher du gekommen bist. Nicht die hier. Die Soldaten des Emirs. Du erzählst mir, dass du auf der Flucht vor der Palastgarde bist? Und glaubst allen Ernstes, das sei ein Grund, dich mitzunehmen? Bring mich irgendwo hin. Ah. Es muss nicht weit sein. Ich habe keine Zeit. Ich habe Gold. Ich kann dich bezahlen. Wo? Nicht hier. Aber ich kann welches besorgen. Na sicher. Ich bezahle dich auf jede Weise, die dir gefällt. Tarek sah zu ihr auf. Sie stand nur da. Ihre weißgrauen Augen starrten ihn an. Schön und geisterhaft zugleich. Ihr schwarzes Haar war wohl hochgesteckt gewesen. Eine einzelne Bronzespange klammerte sich in die aufgelösten Strähnen wie ein schimmernder Käfer. Was bist du? Ein Haremsmädchen? Eine der 100 Frauen des Emirs? Nein, nur eine Dienerin. Auf den Raub einer Sklavin steht ganz sicher der Tod. Wie auf so ziemlich alles. Ihre Blicke trafen sich erneut und er zögerte. Sie log, aber sie machte ihn auch neugierig. Oben auf den Felsen rief einer der Soldaten etwas. Hinter dem Rauch ertönten die Schreie einiger Teppichreiter, die im Pfeilhagel zu Boden gingen. Doch sie erwischten nicht alle. Drei von ihnen schossen aus dem Rauch und auf Tarek zu. Mit offenem Mund sah er ihnen nach. Komm rauf. Wortlos stieg sie hinter ihm auf den Teppich und legte einen Arm um seinen Oberkörper. Sie schien genau zu wissen, worauf es ankam. Die Knie fest auf den Teppich drücken, keine ruckartigen Bewegungen machen. Und wenn es darum ging, schnell zu sein, im Windschatten des Reiters bleiben. Tarek sandte einen Befehl ins Muster. Der Teppich schoss vorwärts, schräg nach oben, dem Ende der Palastmauer entgegen. Wie heißt du? Tarek. Mein Name ist Sabathea. Du warst der Erste, oder? Mhm.
Es heißt, in Bagdad können die meisten Menschen mit fliegenden Teppichen umgehen. Mehr als in Samarkand jedenfalls. Du bist in Bagdad gewesen, habe ich recht? Wie kommst du darauf? Ich weiß, wer du bist. Von dir spricht man auch im Palast. Hä? Warum hast du dann nach meinem Namen gefragt? Um zu hören, wie es klingt, wenn du die Wahrheit sagst. Dann erkenne ich leichter, wann du lügst. Tarik lenkte den Teppich steil nach oben, aus dem Schacht der schmalen Gasse hinauf in den Nachthimmel über der Stadt. Wie ist es draußen im Djinnland? Gefährlich. Es hat seit Monaten keine Angriffe auf die Welle mehr gegeben. Vielleicht sind die Djinne wieder dorthin verschwunden, woher sie gekommen sind. Nur weil mich ein Jahr lang keine Biene sticht, bedeutet das nicht, dass sie ausgestorben sind. Der Teppich glitt über die Vergnügungsviertel hinweg. Auch zu so später Stunde herrschte dort noch wildes Treiben. Vom Emir geduldet, um die eingesperrte Bevölkerung Samarkands bei Laune zu halten. Was würde es kosten? Was? Eine Reise nach Bagdad. Ich fliege nicht mehr durch Djinnland. Nie wieder. Ich dachte, die Djinne können dir nichts anhaben. Tarik brachte den Teppich schlagartig in die Horizontale. Hey! Er drehte sich zu ihr um. Sie beobachtete ihn neugierig. Im Schneidersitz setzte er sich ihr gegenüber. Der Wind hier oben war frisch. Sabathea fror. Sie zog die Knie an und legte die Arme darum. Am Handgelenk trug sie ein Lederband mit aufgezogenen Perlen. Zwischen ihren Schenkeln lag ein hauchfeiner Seidenschleier. Er betrachtete ihre Waden, die schmalen Fesseln. Was ich da gesagt habe, das war ernst gemeint. So? Als ich dich gefragt habe, was es kosten würde, wenn du mich nach Bagdad bringst. Nichts, weil ich nicht nach Bagdad gehen werde. Du hast den Falschen erwischt. Aber mein Bruder ist verrückt genug, durch Djinnland zu fliegen. Frag ihn, wenn es dir so wichtig ist. Aber du hast es viele Male getan und du bist lebend von dort zurückgekehrt. Mach nicht den Fehler, mir zu vertrauen. Ich mach selten Fehler. Selbstsicherheit könnte der erste sein. Nachlässigkeit der zweite. Und Vertrauen der letzte? Ich weiß genau, dass ich keine Angst vor dir haben muss. Warum hast du das getan? Ich wollte wissen, ob es mir gefällt. Ich bin nicht sicher, ob es mir gefällt. Küsse ich so schlecht? Ganz im Gegenteil. Aber? Es hat sich angefühlt, als müsste ich noch dafür bezahlen. Oh. Ich hatte dir doch versprochen, dich zu bezahlen. Falls ich dich in Sicherheit bringe. Wo könnte es sicherer sein als hier oben? Wer bezahlt hier gerade wen? Erst ich dich, dann du mich. Die Sturmkönige, nach den Romanen von Kai Meier. Djinnland, Teil 1. Und dann? Dann habe ich sie zurück in den Palast gebracht. Na ja, hast ja auch alles bekommen, was du wolltest. Oder sie. Ah, ja, wenn sie so dringend nach Bagdad will, soll sie doch mit der Karawane ziehen, die der Emir dorthin schickt. Karawane? Die wollen durchs Djinnland am Boden? Karaman will seine Vorkosterin an den Hof des Kalifen schicken. Als Geschenk für ihn. Wenn sie durchs Djinnland gehen, werden sie alle sterben. Egal, wie viele Soldaten der Emir ihr mit auf den Weg gibt. Ah, möglich. Falls es dort draußen noch Djinne gibt. Anscheinend glaubt Karaman nicht daran. Er hofft, sich mit einem so wertvollen Geschenk beim Kalifen einschmeicheln zu können. Für den Fall, dass die Seidenstraße wieder nach Westen geöffnet wird.
So wie früher. Erst kommt die weite Einöde. Dann die Ruinen der letzten Dörfer. Und eine endlose Reihe aufgepflanzter Schädel, blank poliert vom Wüstensand. Und dann kommen die Djinne. Und sie kommen immer. Wann warst du noch zuletzt da draußen? Ich gebe ihnen keine 3 Tage. Lass mich mal nachdenken. Seit wie vielen Jahren lässt du dich jetzt jeden Tag bei mir volllaufen? Mariams Tod lag 6 Jahre zurück. Tarik war damals 22 gewesen. Younes 16, Mariam 19. Selbst in Jahren gemessen hatte sie zwischen ihnen gestanden. So nah am einen wie am anderen. Aber geliebt hatte sie Tarik. Und damit hatte sich Younes nicht abfinden können. Ihr Tod hatte seine Sehnsucht nach ihr vervielfacht. So wie seinen Hass auf den älteren Bruder. Hast du was von Younes gehört? Hast ihn ganz schön zugerichtet. Aber er steht noch. Ich muss mit ihm sprechen. Was willst du? Wie geht's dir? Bin am Leben. Bist du hier, um den Rest zu erledigen? Lass mich schon rein. Warum sollte ich das tun? Weil du Blut von meinem Blut bist und deinen großen Bruder liebst und respektierst. Das Quartier war ein einzelnes Zimmer mit 2 schmalen Fenstern. 2 offene Truhen standen an den Wänden. Eine voll mit Pergamentrollen und Landkarten aus Schweinsleder. Tarik erkannte sie auf Anhieb. Sie hatten ihrem Vater gehört. Du stinkst nach billigem Wein. Vater hat die Hälfte dieser Karten dort gezeichnet, während er nach Wein und Schlimmerem stank. Aber anschließend hat er sie benutzt und sich nicht feige in einem Loch verkrochen. Warum legst du es immer darauf an, dass man dir die Zähne einschlägt? Was ist das da in deinem Kopf, das anderen Leuten fehlt? Mut? Ja, natürlich. Lass mal Luft hier rein. Hier riecht's wie in Bashars Freudenhaus. Bist du deshalb hergekommen, um aufzuräumen? Das Geld, das du gestern Abend nicht gewonnen hast. Was wolltest du nochmal damit? Geh zurück in deine Taverne und lass mich in Frieden. Du bist aus dem Nichts aufgetaucht und hast versucht, mich abzudrängen. Du hast in Kauf genommen, dass ich mir den Hals breche. Was hast du denn erwartet, dass ich tun würde? Genau das, was du getan hast. Deshalb habe ich es von Anfang an genauso gemacht. Eine hässliche Schramme auf Younes Stirn schien alles zu sein, was an das Geschehen der letzten Nacht erinnerte. Die Kruste hatte sich gelöst, weil seine Haut mit Schweiß bedeckt war. Hatte er Fieber? Außerdem waren da 3 weitere blutige Striemen an seinem Hals. Sie sahen aus, als stammten sie von Fingernägeln. Was hast du jetzt vor? Zusehen, wie du von hier verschwindest? Damit meine ich. Tarik deutete auf das in Ölhaut gewickelte Bündel in einer Ecke der Kammer. Er hatte selbst mehr als einmal chinesisches Drachenhaar nach Bagdad geschmuggelt. Die Webereien benötigten es, um fliegende Teppiche herzustellen. Er kannte die immer gleiche Größe der Ballen, die von den Händlern aus dem Osten durch das Gebirge nach Samarkand gebracht wurden. Dieses Bündel war Younes große Chance, sich einen Namen als Schmuggler zu machen. Eine Chance, die Tarik ihm womöglich verbaut hatte. Ich werde das Drachenhaar nach Bagdad bringen. Du wirst unterwegs verhungern, falls dich nicht vorher die Djinne erwischen, oder eines der anderen Wesen, die dort draußen auf der Lauer liegen. Ich habe Vaters Pergamentrollen genau gelesen. Ich weiß, wer oder was mich dort draußen erwartet. Mariam hat alle Ausrüstung gehabt, die nötig war. Und hat es ihr geholfen. Tariks Finger krallten sich hinter seinem Rücken in die Fensterkante, als wollten sie Stücke aus dem Stein brechen. Ihre Blicke bohrten sich ineinander. Younes lehnte neben einer niedrigen Holztür, deren Treppe dahinter hinauf zum Flachdach des Gebäudes führte. Du kannst mich nicht aufhalten. Ich habe den Auftrag der Händler angenommen. Und ich habe vor, ihn auszuführen. Ohne Sanduhr? Allein die kostet ein halbes Vermögen. Ich habe schon vor Tagen einen Auftrag gegeben. Morgen früh hole ich sie ab, gleich bevor wir aufbrechen. Und womit willst du sie bezahlen? Wer ist wir? Younes streckte die Hand nach dem Türgriff aus. Jemand saß auf den Treppenstufen. Sie erhob sich in einer gleitenden Bewegung,
schenkte Younes einen vorwurfsvollen Blick, trat in die Kammer und blickte Tarek aus weißgrauen Augen an. Meine zweite Auftraggeberin. Guten Abend. Ihr schwarzes Haar war offen. Die Andeutung eines Kleides saß perfekt. Jetzt, da er darüber nachdachte, hätte er beinahe damit rechnen müssen. Ihr Name ist Sabathea. Und du wirst sie nach Bagdad bringen? Ja. Vermutlich ist ihre Bezahlung sehr großzügig. Unter anderem übernehme ich die Kosten für die fehlende Ausrüstung. Ah, das dachte ich mir. Sie hatte Younes um den Finger gewickelt. Genauso, wie sie es mit ihm versucht hatte. Tarek konnte ihm nicht einmal übel nehmen, dass er darauf hereingefallen war. Sie sahen einander an. Aber keiner von ihnen verriet auch nur mit einem Zucken, dass sie einander bereits begegnet waren. Ich kann dich nicht davon abhalten, oder? Und damit ging er. Denn die Antwort brauchte er nicht abzuwarten. Er kannte sie. Noch was zu trinken? Ja. Meinst du, er ist schon fort? Wahrscheinlich. Ja. Mach noch mal voll. Ja. Was ist denn da los? Die Karawane der Vorkosterin. Heute schon? Es war lange her, seit jemand versucht hatte, das Djinnland am Boden zu durchqueren. Längst war in Vergessenheit geraten, wie viel Zeit die 2000 Kilometer bis Bagdad in Anspruch nahmen. Einige Wochen, vermutete Tarek. Deutlich länger jedenfalls als die 5 bis 6 Tage, die sein Teppich benötigen würde. Ich muss los. Tarek war klar, was Younes antrieb. Nur vordergründig ging es ihm um den Auftrag der Drachenhaarhändler. Selbst Sabatheas Bemühungen, ihn zu umgarnen, waren nicht mehr als angenehmes Beiwerk. Younes wollte etwas beweisen. Sich selbst und ihm. Ach, Younes, verdammt nochmal. Jenseits des Walds öffnete sich Tarek das Wüstenland. Eine entmenschte Leere, in der knorrige Felstürme Schlagschatten warfen. Kahl gefressen, wie blanke Gebeine. Younes und Sabathea waren irgendwo dort draußen, kaum mehr als einen halben Tag entfernt. Was ist das dort vorn? Die alte Bastion. Der erste Wall gegen die Djinne. 9 Jahre, nachdem sie zum ersten Mal aufgetaucht sind, ist er überrannt worden. Erst danach haben sich die Menschen hinter den zweiten Wall zurückgezogen. Vor den Toren Samarkands. Ich wusste nicht, dass es früher noch einen anderen gegeben hat. Kaum einer redet mehr davon. Tausende sind hier gefallen. Angeblich gehen ihre Geister noch heute um. Versuchst du mir Angst zu machen? Angst lockt die Djinne an. Tarek hat immer gesagt, es wäre trotzdem gut, welche zu haben. Tarek sagt das? Und du hörst auf ihn? Er ist oft genug hier draußen gewesen. Warum sollte ich seine Erfahrungen in den Wind schlagen? Vielleicht, weil du ihn nicht magst? Er hat für sein Wissen einen hohen Preis gezahlt. Wenn er es nicht nutzt, dann tue ich es eben. Genauso wie die Karten und Pergamente eures Vaters, die du ihm gestohlen hast? Er war unser beider Vater. Ich habe das gleiche Anrecht darauf wie Tarek. Ausgerechnet eine Diebin will mich verurteilen? Eine entflohene Sklavin? Ich war keine Sklavin. Trotzdem musstest du erst fortlaufen, um frei zu sein. Genau wie du. Vor ihnen erhob sich ein unversehrtes Teilstück der alten Bastion. Eine schwarze Silhouette vor dem lodernd goldenen Horizont. Sieh mal, da vorn! Ja. Eine Herde wilder Elfenbeinpferde stand oben auf dem breiten Wehrgang des Walls und graste im Abendrot. Aus den Fugen und Rissen wuchs ein sprödes, buschiges Unkraut, das ihnen besser zu schmecken schien als das dürre Gras unten am Flussufer. Wie schön sie sind! Ein Magier soll sie vor Jahrhunderten erschaffen haben, um damit einen Sultan im fernen Basra zu erfreuen. Sieh auf ihre Gelenke. Im Vergleich zu den schlanken Gliedern sind sie sehr breit, beinahe klobig. Sie tragen dort Gewinde und Scharniere. Woher weißt du das alles?
Aus den Pergamenten meines Vaters. Er hat alle Wesen, die ihm einst auf seinen Reisen begegnet sind, beschrieben. Auch alle Orte und Legenden. Sie waren keinen Steinwurf von den Zinnen entfernt. Eines der Elfenbeinpferde hob den Kopf, blickte genau in ihre Richtung. Lass uns landen. Das würde sie vertreiben. Versuchen wir es. Ich möchte sie von nahem sehen. Sehr vorsichtig setzte sich der Teppich wieder in Bewegung. Nicht in gerader Linie auf die Herde zu, sondern in einem weiten Bogen, der sie gut 20 Meter entfernt auf den Wall tragen würde. Das Pferd zuckte und spreizte die Schwingen, öffnete und schloss die weiten Flügel. Setz uns dort ab! Ja. Das Leittier stand noch immer mit gespreizten Schwingen da, als wollte es die übrigen Tiere vor den Blicken der beiden Menschen schützen. Sabathea und Younes bewegten sich nicht, saßen einfach nur da und beobachteten. Sie sind wirklich schön. Unvermittelt stellte sich das Leittier auf die Hinterbeine, stieß erneut einen der fremdartigen Laute aus, schlug heftig mit den Schwingen und erhob sich vom Wehrgang. Und alle anderen folgten ihm. Dabei bewegten sie nicht nur die Schwingen, sondern galoppierten auf dem Wind, als fänden ihre Hufe Widerstand im Nichts. In einem weiten Bogen jagte die Herde nach Westen, der untergehenden Sonne entgegen. Ich bin froh. Worüber? Dass wir sie gesehen haben. Vielleicht waren sie das letzte Schöne hier draußen. Ich hab ja immer noch dich. Er war dem Verlauf der alten Seidenstraße gefolgt. Manche Karawanenmarkierungen waren noch heute zu erkennen, wenn man wusste, wonach man zu suchen hatte. Spätestens morgen Abend wollte er die Berge des Kopetag erreichen, das fruchtbare Gebirge inmitten der Wüste. Früher hatte es dort Dörfer gegeben, tausende Menschen, die auf den grünen Hängen ihre Ernten einbrachten. Die Tschinne hatten dem ein Ende gemacht. Zwischen ihm und den Bergen lagen noch anderthalb Tage offene Wüste. Tarek löste sein Bündel vom Rücken und zog es auf seinen Schoß. In der kurzen Zeit hatte er nicht alles beschaffen können, das für eine Reise wie diese nötig war. Aber er hatte noch immer seine alte Sanduhr. 2 Stunden vom ersten bis zum letzten Korn und sie war das Wichtigste. Seine Vorräte würden nicht bis Bagdad reichen. Aber mit etwas Glück konnte er unterwegs etwas Essbares jagen. In seinem Bündel steckten ein paar Fladen Brot, getrocknete Datteln und Feigen, ein paar Streifen gesalzenes Fleisch. Außerdem 2 Schläuche mit Wasser für den Notfall, obwohl er hier draußen genug davon finden würde. In den Bergen des Kopetag flossen Bäche und Flüsse. Gegen Mittag des 2. Tages erreichte er die Oase aus seinen Erinnerungen. 3 Dutzend Palmen in einer tellerförmigen Sandsenke. Die grünen Palmen von einst waren schwarz und abgestorben. Hingekritzelte Kohlestriche vor dem grellen Weißgelb der Wüste. An den Spitzen der Stämme hingen verdrehte, schlaffe Überreste von Blättern. Erst als er tiefer ging, erkannte er, dass es Körper waren. Aufgeknüpft vor Gott weiß wie langer Zeit. Mehr als 30. An jeder Palme einer. Die Hitze hatte sie schrumpfen lassen. Weil es hier draußen keine Vögel mehr gab, hatte kein Aasfresser das Fleisch von den Knochen gepickt. Die welke Haut war verdorrt, wie zu eng gewordene Kleidung. Ein Feuer musste die Oase verwüstet haben. Hier hatte alles begonnen. Hier hatte er ihm Mariam genommen. Mariam genommen. Mariam genommen. Das hier ist nicht das Djinnland, wie ich es mir vorgestellt hatte. Wie hast du es dir denn vorgestellt? Anders. Toter. Toter?
Ich weiß, dass es das Wort nicht gibt. Was könnte toter sein als eine Wüste ohne Menschen, ohne Tiere? Hier gibt es Wasser und Palmen. Mariam setzte sich auf die Brunnenmauer und ließ die gebräunten Fesseln baumeln. Sand rieselte von ihren Füßen. Glaubst du, du wirst ihn vermissen? Meinen Bruder? Ja. Ich frage mich, wer sich mehr Sorgen um ihn macht. Du oder ich? Jonas ist erst 16. Vor ein paar Tagen hat er einer Katze ein Glöckchen an den Schwanz gebunden und zugesehen, wie sie in Panik vor sich selbst davonlief. Macht so etwas ein Mann, auf den du eifersüchtig sein müsstest? Wie kommst du darauf, dass ich eifersüchtig bin? Warum sonst gehst du mit mir nach Bagdad? Dich nicht verlieren zu wollen und dich nicht an ihn verlieren zu wollen, macht einen Unterschied. Und ich weiß, dass du nicht in Yunis verliebt bist. Ach ja? Es ist schön hier. Mit dir. Und mit dir. Was ist? Sie blickte über seine Schulter. Ihre Augen weiteten sich. Doch während sie einen Schritt zurückmachte, wirbelte er herum und packte das Krummschwert. Sein Blick fiel auf eine Gestalt zwischen den Palmen. Wer ist das? Wer ist das? Sabater war sich sicher, die Schritte eines Menschen gehört zu haben. Dort, irgendwo in der Dunkelheit. Sie und Yunis saßen im Schein einer Öllampe in einem engen Felskessel. Die Flamme erhellte nur einen Umkreis von wenigen Schritten. Gelbliches Flackern geisterte über Wände aus Sandstein. Was tust du denn? Falls da draußen was ist, das uns verfolgt, müssen wir es loswerden, bevor es die Djinne auf unsere Spur lockt. Und wenn es selbst ein Djinn ist? Djinne fliegen. Sie haben keine Beine. Wir würden also kaum ihre Schritte hören. Die Lampe. Ja. Nicht leuchten. Du kämpfst. Gemeinsam traten sie in den Felsspalt. Der Lampenschein reichte nur ein paar Schritt weit. Der enge Weg zwischen den Gesteinsbrocken machte vor ihnen eine Biegung, ehe er hinaus ins Dünenmeer der Karakum führte. Vielleicht habe ich mich einfach verhört. Ich hab's auch gehört. Lass uns zurückgehen. Noch nicht. Du musst mir nicht beweisen, wie mutig du bist. Sie traten um die Biegung. Jeder Muskel in Sabateas Körper war angespannt. Was immer dort war, sie war sich nicht sicher, ob sie ihm begegnen wollte. Denn es mochte hier Wesen geben, die sich zwar wie Menschen auf zwei Beinen bewegten, aber trotzdem nichts mit ihnen gemein hatten. Spuren. Tatsächlich waren dort Abdrücke am Boden. So frisch wie ihre eigenen. Die fremden Stapfen im Sand führten tief in den Gang zwischen den Felsen hinein, in die Richtung ihres Lagerplatzes. Auf halber Strecke war der Unbekannte umgekehrt. Das reicht. Wir verschwinden hier. Wer immer es ist, er muss noch in der Nähe sein. Mir ist egal, wer oder was es ist. Er hat uns gesehen. Wahrscheinlich sogar belauscht. Möglicherweise weiß er, wohin wir unterwegs sind. Wenn er den Djinnen in die Hände fällt, könnte er ihn... Besser er als wir. Und wenn wir schnell genug sind, spielt es keine Rolle, ob und was er ihm erzählen kann. Ich will nur nicht, dass dir irgendwas geschieht. Das würde ich mir nie verzeihen. Ich dir auch nicht. Also... Hauen wir ab. Ja. Oh. Sie erstarrten, noch bevor sie durch den Spalt auf den Lagerplatz treten konnten. Ein fliegender Teppich schwebte inmitten des Felskessels. Eine gute Armlänge über ihrem eigenen, der noch immer am Boden lag. Und im Schein der Öllampe grinste ihnen ein Gesicht entgegen. Niemals das Lager unbewacht lassen. Die Schritte, die man hört, könnten eine List sein. Oh, Allah. Du glaubst nicht mal an ihn. Falls er sich das gemerkt hat, sieht es nicht gut aus für deine Zukunft als Schmuggler. Hübscher Ort für eine Familienfeier. Was hast du hier zu suchen? Suchen? Niemand muss nach euch suchen, um euch zu finden. Eure Lampe scheint an den Felsen hinauf, als wolltet ihr die Djinne der ganzen Wüste anlocken. Tarik, du hattest deinen Spaß.
sparen wir uns den Rest und tun einfach so, als hätten wir schon jeden rechthaberischen, besserwisserischen, altklugen Spruch von dir zu hören bekommen. Zumindest eine Regel, die hier draußen gilt, habe ich begriffen. Verschwende keine Zeit. Ah, dass du von Zeitverschwendung nichts hältst, ist mir bereits klar geworden, als wir uns zum ersten Mal begegnet sind. Das war etwas ganz anderes. Ihr müsst auf der Stelle umkehren. Natürlich. Was immer du sagst. Sie beobachten euch. Wie kommst du darauf? Er hat es sich ausgedacht. Sie haben eure Spur aufgenommen. Schon vor einer Weile. Vielleicht haben wir es ihnen wirklich zu einfach gemacht. Oh, bitte. Sie hätten euch so oder so gefunden. Früher oder später. Durch das Djinnland reist man nicht, man läuft davon. Und zwar vom ersten Augenblick an. Hör nicht auf ihn. Er will mir wie immer einreden, dass ich alles falsch mache. Weil er selbst einen noch viel größeren Fehler begangen hat, der sich nicht wieder gut machen lässt. Hört schon auf! Ihr führt euch beide auf wie Kindsköpfe. Macht untereinander aus, was ihr auszumachen habt und gebt mir Bescheid, wenn ihr fertig seid. Damit trat sie in den Felsspalt und stapfte durch den weichen Sand davon. Sollten sie sich die Nasen blutig schlagen. Vielleicht würde ihnen das helfen, Vernunft anzunehmen. Als sie gerade den engen Pfad verlassen und sich am Fuß eines Felsbrückens in den Sand setzen wollte, fauchte ein Luftstoß von oben auf sie herab. Ein Teppich schnitt ihr den Weg ab. Steig auf. Ich möchte dir etwas erzählen. Ich will keine rührselige Geschichte hören, Tarik. Das Wichtigste weiß ich schon von Yunis. Was für mich zählt, ist, dass ich so schnell wie möglich nach Bagdad komme. Du hast mich nicht hinbringen wollen, also habe ich mich an deinen Bruder gewandt. Das ist alles. Ich bin auch nicht hergekommen, um dich zu retten. Ach? Ich bin wegen Yunis hier. Ich habe schon einmal einen Menschen an diese Wüste verloren. Und ich werde nicht zusehen, wie noch jemand hier draußen stirbt. Er ist trotz allem mein Bruder. Falls ihm etwas zustößt, ist keiner mehr übrig, der mir etwas bedeutet. Und es war mir ernst, als ich gesagt habe, dass ihr verfolgt werdet. Falls Yunis mir nicht glaubt, dann solltest wenigstens du das tun. Wenn die Djinni hier auftauchen, und das werden sie schon bald, dann ist es mit deiner schnellen Reise nach Bagdad vorbei. Wenigstens das sollte eine Rolle für dich spielen. Nun willst du also mich retten, weil du hoffst, dass du damit ihn rettest? Das bricht dir das Herz, was? Was erwartest du denn von mir? Überzeuge ihn, dass ich die Wahrheit sage. Er ist ein Dummkopf, wenn er meine Warnung in den Wind schlägt. Du unterschätzt ihn schon wieder. Während wir hier reden, packt er gerade alles zusammen, um aufzubrechen. Glaubst du ernsthaft, er wäre sonst nicht längst bei uns? Er hat dir sofort geglaubt. Ich kenne ihn gerade mal ein paar Tage und trotzdem schon so viel besser als du. Er hat in diesen 2 Tagen mehr von dir gesprochen als von irgendetwas oder irgendwem sonst. Wenn er eine Entscheidung treffen musste, dann hat er sich gefragt, was du an seiner Stelle tun würdest. Und dann das Gegenteil getan? Herrje, Tarik, hör schon auf! Er verehrt den Boden, über den du gehst. Oder fliegst. Nur, dass er es niemals zugeben würde. Er verachtet mich. Vor allem verachtet er sich selbst, weil er nichts tun konnte, um dieses Mädchen zu retten. Er war nicht mal dabei. Und das ist das Problem, nicht wahr? Hör mir jetzt genau zu, Tarik. Ich werde nicht zulassen, dass er umkehrt. Für mich steht zu viel auf dem Spiel. Er wird mich nach Bagdad bringen, ganz gleich, wie du darüber denkst. Und du weißt, dass ich ihn überzeugen kann, wenn ich will. Du hast doch nicht vor, sie gegen ihren Willen nach Samarkand zurückzubringen. Nein. Ich gehe mit euch nach Bagdad. Was? Wie lange habt ihr gerastet, bevor ich aufgetaucht bin? Wegen der Sanduhr? Kommt schon, ich bitte euch. Welcher Djinn wartet schon genau 2 Stunden, ehe er angreift? Das ist eine Legende. Eure kostbaren Uhren sind ein Talisman, nicht sonst. In Wahrheit spielt es überhaupt keine Rolle, wie viel Zeit vergangen ist. Ein paar Minuten oder ein paar Stunden. Wären Djinne in der Nähe, hätten wir längst ihre Bekanntschaft gemacht. Glaubst du wirklich, dass du mehr über das Djinnland weißt als unser Vater? Jamal hat nicht so lange hier draußen überlebt, weil er sich auf einen Glücksbringer verlassen hat. Na endlich. 2 Teppiche, eine Meinung. Und jetzt lasst uns weiterziehen. Tarik! Djinne! Oder auch Zeit. Yunis deutete auf eine Handvoll dunkler Punkte, die ihnen von Osten her folgten, ein gutes Stück über dem Boden. Sie zeichneten sich als formlose Silhouetten vor der roten Morgendämmerung ab, viel zu weit entfernt, um Einzelheiten auszumachen. Wie viele zählst du? 6, glaube ich. Dann sind das nicht alle. Das muss eine Vorhut sein. Kundschafter, wenn wir Glück haben. Normalerweise fliegen sie weit vor dem eigentlichen Schwarm.
Dann hätten wir eine Chance, dem Rest zu entkommen, falls wir mit denen da fertig werden. Was sollten Sie hier auskundschaften? Das hier ist Ihr Land. Sie haben jeden Stein umgedreht, um die letzten Menschen auszurotten. Deshalb ist eine Vorhut auch wahrscheinlicher. Und das bedeutet? Ärger. Wenn es eine Vorhut ist, dann folgt ein größerer Tross unmittelbar hinter Ihnen. Wahrscheinlich unten am Boden. Darum können wir Sie noch nicht sehen. Warum am Boden? Weil Sie möglicherweise etwas dabei haben, das nicht fliegen kann. Djinne sind nicht immer allein unterwegs. Oft treiben sie andere Kreaturen vor sich her, die ihnen die Arbeit abnehmen sollen. Immerhin macht sie das langsamer als uns, schätze ich. Sicherheitshalber sollten wir sie uns trotzdem aus der Nähe ansehen. Was? Manche Dienerwesen der Djinne sind auch schneller als sie, sobald sie erst von ihren Ketten gelassen werden. Und damit auch schneller als wir. Besser wir wissen, mit was wir es zu tun haben, bevor wir die nächste Rast einlegen. Jetzt weiß ich, was du gemeint hast. Er hat wirklich den Verstand verloren. Natürlich hat er das. Aber in diesem Fall hat er recht. Ich flieg zurück und sehe zu, was ich rausfinden kann. Wird uns dieser Irrsinn schneller nach Bagdad bringen? Nicht schneller, aber möglicherweise wird er uns nach Bagdad bringen. Wenn wir uns nicht vergewissern, mit was wir es zu tun haben, kommen wir vielleicht nie dort an. Irgendwann unterwegs werden wir schlafen müssen. Und das können wir nicht in der Luft tun. Wenn der Reiter schläft, schläft auch der Teppich. Und wenn es soweit ist, möchte ich nicht, dass uns etwas im Dunkeln überrascht, das diese Djinne dort unten bei sich haben. Was genau könnte das sein? Sandschrecken, Hornfalter. Wir treffen uns in einer Oase ein paar Stunden westlich von hier. Die Nomaden nannten sie früher die Dornenkrone. Sie ist auf Vaters Karte eingezeichnet. In Ordnung. Wir warten dort auf dich. Pass auf dich auf! Tarik lenkte den Teppich nach Osten, den Djinnen entgegen. Mit etwas Glück hatten sie ihn noch nicht entdeckt. Die Djinne waren den Menschen in vielerlei Hinsicht überlegen. Aber ihre Sehkraft war nicht besser als die von Hunden. Meist witterten sie einen Feind, bevor sie ihn sahen. Der Wind wehte von Norden und stand günstig für Tarik. Djinne, die einmal dem Geruch von Menschenfleisch folgten, waren schwer abzuschütteln. Sie benötigten keinen Schlaf und keine Rast. Früher oder später würden sie aufholen. Selbst wenn sie Dienerwesen dabei hatten, die langsamer waren als ein fliegender Teppich. Tarik musste sie auf eine falsche Fährte locken. Oder lange genug ablenken, bis sein Bruder und das Mädchen einen Vorsprung hatten, der ihnen eine Chance gab zu entkommen. Tarik hatte auf seinen Reisen bereits einige Erfahrungen mit Djinnen machen dürfen. Im Gegensatz zu seinem Bruder, der die meisten Informationen aus den Pergamentrollen ihres Vaters hatte. Aus den Aufzeichnungen des Jamal al-Abbas. Die Oberkörper der Djinne gleichen denen muskulöser Männer. Nur sind ihre Arme mit den doppelten Ellbogen anderthalbmal so lang. Ohne Hüftknochen laufen ihre Oberkörper nach unten hin zu einem fleischigen Zapfen aus, wie ein schlecht verheilter Armstumpf. Ihre Haut ist purpurrot im Grundton, aber von vielerlei flammenförmigen Schlieren durchzogen. In pilzigem Blau, schwefligem Gelb, bis hin zu einem Grün wie von Algen an einem Bootskiel. Ihre Gesichter sind hager und knochig, seltsam langgezogen mit verzerrten Kiefern. Sobald sie ihre Mäuler öffnen, dehnt sich ihr Kinn abwärts bis zur Brust und entblößt daumenlange Hauer. Viele tragen langes Haar zum Zopf gebunden, das aus einem faustgroßen Fleck an ihrem Hinterkopf zu sprießen scheint. In Wahrheit aber sind es die Haare ihrer Opfer, die sie sich als armdicke Bündel mit groben Stichen in ihre Kopfhaut nähen. Oft tragen sie erbeutete Lanzen und Schwerter, aber auch selbstgefertigte Bewaffnung aus Holz, Stein oder Knochen. Tarik schwebte niedrig hinter einer Dünenkuppe, während die 6 Djinne weiter nördlich an ihm vorüberzogen. Sie flogen in einer Spitzenformation, mehrere Meter über dem Boden. Kein Blick in seine Richtung. Sie hatten ihn noch nicht entdeckt. Er sah nach Osten. Inmitten des Flimmerns verdichteten sich weitere Punkte. Zu viele, um sie mit einem flüchtigen Blick zu zählen. 30, vielleicht 40 oder mehr. Irgendetwas hatten sie dabei, das sie aufhielt und den Herzog weit behäbiger machte als die 6 Djinn-Krieger an seiner Spitze. Je länger er hinsah, desto deutlicher erkannte er, was die Wesen transportierten. 3 große, tropfenförmige Netze, prall gefüllt mit Menschen.
Leichen. Doch dann sah er, dass die herausstehenden Arme und Beine sich bewegten. Bei Allah. Was ihn verblüffte, war nicht die Grausamkeit dieses Transports. Schon gar nicht die Gleichgültigkeit der Djinne, die in stoischem Flug ihren Menschenfang durch die Wüste schleppten. Überraschend war vielmehr, dass die Djinne überhaupt Gefangene nahmen. Davon hatte er nie gehört. Irgendwas geht hier vor. Mit den Menschennetzen im Schlepptau würde der Herzog Younes und Sabathea nicht einholen. Die einzige Bedrohung blieben die 6 Djinn-Krieger der Vorhut. Er flog knapp über dem Boden, tief zwischen den Dünen. Doch dort drohte er bald schon, die Orientierung zu verlieren. Also tauchte er auf. Wann genau sie ihn entdeckt hatten, vermochte er nicht zu sagen. Ihre Formation flog genau auf ihn zu. Keine 200 Meter mehr. Nur ein paar Sekunden. Er ließ sich zurück in die Hocke fallen, ein Bein zum Ausfallschritt gestreckt, stieß die linke Hand tiefer ins Muster und ergriff die Flucht nach Süden. Alle 6 trugen Waffen, die meisten von Menschenhand. Nur einer schleppte einen knorrigen Knüppel, in den eine geschärfte Steinklinge eingelassen war. Das sah nach Djinn-Handwerk aus. Hässlich, schlecht zu handhaben, aber zweifellos wirkungsvoll. Tarik schoss auf eine turmartige, verwinkelte Formation aus Sandstein zu, verschwand hinter einem gewaltigen Felsen, war für einen Moment außer Sicht der Djinne und nutzte die Chance, um steil nach unten zwischen einige der niedrigeren Felstürme abzutauchen. Dort fegte er in irrwitzigen Manövern zurück zur Vorderseite des großen Felsens, tief genug im Schatten, um vor den Blicken seiner Feinde geschützt zu sein. Sie hatten seine Witterung gewiss nicht verloren, aber er hoffte, dass sie die exakte Richtung, aus der sein Geruch kam, nicht schnell genug ausmachen konnten. Tatsächlich flogen die 6 über ihn hinweg. Tarik ließ den Teppich steil nach oben steigen und raste von hinten unter sie. Zwei erwischte er mit blitzschnellen Schwertstreichen nach rechts und links, bevor sie seiner gewahr wurden. Ein dritter wirbelte augenblicklich in der Luft herum. Er trug eine breite, geschwungene Klinge, so groß wie ein Henkersschwert, holte damit aus und... Tarik erwischte seine Klaue. Lange Finger wirbelten abgetrennt durch die Luft und hatten den Boden noch nicht erreicht, als Tariks Schwert abermals vorzuckte und federleicht durch seine Kehle strich. Tarik sandte dem Teppich den Befehl, höher aufzusteigen und nah an der Spitze des Felsens zu bleiben. Dort sprang er auf, stellte sich breitbeinig ins Zentrum des Teppichs, packte das Krummschwert mit beiden Händen und erwartete den Angriff der 3 überlebenden Djinne. Sie schossen zu ihm herauf. Der erste erschien genau vor Tarik, öffnete das Maul bis zum Brustbein, prahlte mit seinem Gebiss und schwenkte seine Keule in einem Radius, der beachtlich war. Tarik ließ sich flach auf den Bauch fallen und die Waffe raste über ihn hinweg und prallte gegen das Gestein. Tarik stieß die Hand wie einen Faustschlag ins Muster und stürzte samt Teppich in die Tiefe. Erst knapp oberhalb der tieferen Felsen fing er ihn auf und ließ ihn gerade nach vorn schießen. Die 3 Djinne folgten ihm, holten auf. Die beiden mit Schwert und Lanze waren unmittelbar an ihm dran. Der Keulenträger bloß wenige Schritte dahinter. Im selben Moment fegte von unten ein zweiter Teppich herauf und raste zwischen den beiden Djinnen hindurch. Eine stumpfe, halb verrostete Schwertklinge bekam durch den Aufstieg des Teppichs so viel Kraft, dass sie einen Djinn in 2 Hälften schnitt. Der andere wich aus, wurde aber von einer Ecke des Teppichs erwischt und geriet für einen Moment ins Trudeln.
Tarek sprang in die Hocke, schlug einen Haken und war schnell genug bei ihm, um ihm den Schädel von den Schultern zu schlagen. Sabathea lenkte den Teppich, während Younes sich dem letzten Djinn und seiner mörderischen Keule stellte. Der war keineswegs so schwerfällig, wie ihm sein plumpes Mordwerkzeug erscheinen ließ. Er schlug einen Haken, war mit einem Mal neben Sabathea, deutete einen Schlag auf Younes an, ließ die Keule stattdessen aber auf sie herabsausen. Nein! Tarek schleuderte das Schwert seines Vaters. Die Klinge fuhr durch den sehnigen Hals des Djinn, warf ihn aus der Bahn und tötete ihn noch im Sturz. Ein Fächer aus Blut besprühte die Felsen. Tarek lenkte seinen Teppich in die Tiefe und fand den Djinn, befreite sein Schwert und wischte es an dem Kadaver ab. Danke. Bedank dich bei ihr. Sie hat darauf bestanden, dir zu folgen. Wer sonst? Das war kein schlechter Schlag. Mhm. Die anderen, sie haben Sklaven dabei. Riesige Netze voll mit Sklaven. Ich dachte, Djinne nehmen keine Gefangenen. Das habe ich auch geglaubt. Aber ich bin sicher, dass die Menschen in den Netzen noch am Leben waren. Wir fliegen auf dem schnellsten Weg nach Bagdad. Wir können nichts tun für diese Leute. Die Djinne werden uns jagen. Wir haben 6 von ihnen umgebracht. Sie wissen jetzt, dass sie es mit jemandem zu tun haben, der ihnen gefährlich werden kann. Worauf genau wartet ihr beiden dann noch? Die beiden Teppiche rasten niedrig über die Wüste, obgleich hinter ihnen keine Verfolger zu sehen waren. Dann tauchte vor ihnen eine ovale Lichtung auf. Eine Oase. Ein See, eingerahmt von hunderten Kakteen. Sie waren bis unmittelbar an das Wasser herangewachsen, das Ufer vollständig zugewuchert. Da ist Wasser! Ja, aber wir können hier nirgends landen. Dann bleiben wir auf den Teppichen. Tarek ließ sich bis auf einen halben Meter zur Oberfläche herabsinken, legte sich flach auf den Bauch und schob einen Lederschlauch am ausgestreckten Arm ins Wasser. Younes Teppich sank vor ihm herab, bis sie sich auf einer Höhe befanden. Das ist gut. Warm, aber sauber. Hier! Macht alle voll! Aber passt auf, dass das Wasser nicht auf den Teppich kommt. Sonst geht ihr den Rest des Weges zu Fuß. Ich schaue mich mal um. Ich will nur sicher gehen, dass uns keiner folgt. Was meint er damit? Womit? Dass kein Wasser auf den Teppich kommen darf. Ein nasser Teppich fliegt nicht. Also pass auf. Oh, na gut. Kannst du noch tiefer gehen? Klar. Ja, so ist gut. In Ordnung. Jetzt den nächsten. Hier. Danke. Verdammt. Sie kommen! Was? Sabathea! Beeilt euch! Sabathea! Komm rauf! Komm rauf! Ja. Hastig steckte Younes die Hand zurück in das Muster, wollte aufsteigen. Doch der Teppich stotterte, stieg nur langsam, schlingerte hin und her. Unter Sabathea ein dunkler Fleck im Gewebe. Konzentriere dich! Du musst das Muster davon überzeugen, dass das alles war. Es verweigert den Gehorsam, weil es fürchtet, dass noch mehr Wasser in den Teppich eindringen könnte. Eine aufsässige Welle raste von hinten nach vorn durch den Teppich. Sabathea wäre fast erneut abgeworfen worden, konnte sich gerade noch halten. Versuch es weiter. Was glaubst du, was ich hier tue? Tarek zog seinen Teppich hoch,
blickte über den Stachelwall der Kakteen nach Osten. Bei allen Göttern. 20 Djinne. Mindestens. 4 von ihnen hielten Ketten, die schräg nach oben führten und sich an einem Punkt vereinten. 10 Meter über ihren Köpfen. Eine menschliche Gestalt hing dort oben. Wie ein Papierdrachen an den 4 straff gespannten Eisensträngen. So, als müsste er ohne sie haltlos davonschweben. Tarik hatte nie einen Kettenmagier mit eigenen Augen gesehen. Er kannte sie nur aus dem Buch seines Vaters. Aus den Aufzeichnungen des Jamal al-Abbas. Kettenmagier waren einst menschliche Zauberer, die sich nach dem Verbot aller Magie auf die Seite der Djinne geschlagen haben. Überläufer, die eine größere Verwandtschaft zu den Geschöpfen der wilden Magie verspürten als zu ihren menschlichen Artgenossen. Womit sie nicht gerechnet hatten, war, dass die Djinne sie nicht wie Helden oder Könige behandelten, sondern wie Werkzeuge. Mindestens 1 Dutzend soll es noch von ihnen geben. Was genau mit ihnen geschehen ist, weiß niemand. Doch alle müssen durch Ketten davon abgehalten werden, immer höher in den Himmel zu schweben. So als sei ihnen durch ihren Verrat das Recht genommen worden, jemals wieder einen Fuß auf die Erde zu setzen. Der Magier war nackt und stark von der Sonne verbrannt. Schlaffe Hautsäcke hingen an ihm herab, als sei er einst fett gewesen. Die breite Stahlfessel um seine Hüfte saß viel zu eng und schnitt tief in seine welke Haut. Nach Westen! Fliegt nach Westen! Der Teppich mit Yunis und Sabathea hatte ein wenig an Höhe gewonnen, kreiste aber noch immer schlingernd über dem See. Mit einem Mal machte er einen abrupten Satz nach vorn und flog dann zum ersten Mal seit Sabatheas Rückkehr aus dem Wasser wieder in gerader Linie. Ja! Dort entlang! Die Djinne hatten den Rand des Kapitänrings erreicht, schossen darüber hinweg. Der Kettenmagier über ihnen wurde rasend schnell mitgezogen, stand aber aufrecht in der Luft, so als gäbe es für ihn keinen Gegenwind, keine Naturgesetze. Schneller! Die beiden Teppiche hatten einen Vorsprung von nicht einmal 100 Metern. Sie rasten auf das Ufer zu, waren nur noch wenige Schritte entfernt. Tarik sah über seine Schulter zurück. Einer der vorderen Djinne schwang mit einer Hand ein Fangnetz über dem Kopf. Rundum mit Steinen beschwert. Sein langer Arm mit den doppelten Ellbogen ließ das Netz wieder und wieder kreisen. Dann ließ er es los. Und es kam. Unfassbar schnell und beängstigend gut gezielt. Vorsicht! Er riss den Teppich nach links und konnte nur hoffen, dass Yunis ebenfalls rasch genug reagierte. Beinahe wäre es ihm gelungen. Einer der Steine des Netzes krachte auf den Rand des Teppichs und warf ihn aus der Bahn. Das magische Knüpfwerk, ohnehin irritiert von der Nässe, geriet ins Trudeln, raste plötzlich steuerlos nach oben über die Kakteen hinweg, kippte bedrohlich weit zur einen Seite, im nächsten Moment schon zur anderen, und Sabathea fiel hinterrücks über den Teppichrand. Nein! Tarik sandte einen Befehl ins Muster, zog die Hand hervor, schoss unter die stürzende Sabathea und bekam sie mit beiden Armen zu fassen. Ja! Sie klammerte sich an ihn, schwang sich hinter ihn, umfasste von hinten seine Hüfte, er rammte die Hand zurück ins Muster und gab Befehl zu einer blitzschnellen Kehre. Ja. Als beide zurückblickten, sahen sie, dass 4 Djinne zugleich die Ränder von Yunis schwankendem Teppich zu fassen bekommen hatten. Ja, nein! Ein Djinn bekam ihn am Arm zu fassen. Ein zweiter Djinn ergriff seinen anderen Arm und riss ihm die Hand aus dem Muster. Die beiden Kreaturen zerrten Yunis vom Teppich und drehten augenblicklich bei. Flogen mit ihrer strampelnden Beute in Richtung des Sees, über dem der Kettenmagier in seinem Kleid aus erschlaffter Faltenhaut schwebte. 6 weitere Djinne rasten Tarik und Sabathea entgegen. Das sind zu viele. Yunis steuerloser Teppich raste wie eine Klinge abwärts.
prallte in einem Chaos aus aufstiebenden Pflanzenfetzen und Stacheln mitten in den Kaktuswald. Dann brach etwas zwischen den Kakteen hervor. Ein Strom aus weißen Leibern. Eine Explosion aus lebendem, lebendigem Elfenbein. Die Herde der Elfenbeinpferde schoss aus dem Kaktuswald empor, formierte sich in Windeseile zu einem majestätischen Strom. Und es waren Dutzende, mehr als jene, die Sabathea und Yunis auf der alten Bastion beobachtet hatten. Viel mehr. Tarik riss den Teppich herum. Auch die Djinne stoben in alle Richtungen. Der Magier über dem See stieß ein hohes Kreischen aus, als die riesigen Pferdeleiber über das Wasser nach Osten rasten, genau auf ihn und die Seine zu. Die Djinne wurden gerammt und umhergewirbelt, als sie panisch versuchten, die heranpreschende Stampede aus fliegenden Rössern abzuwehren oder ihr zu entkommen. Vier Djinne am Ende der Ketten des Magiers wurden einfach hinweggefegt. So stieg er aufwärts, trieb höher und höher, während ihm der Schweif aus Ketten schlingernd in den Himmel folgte. Seine Haut verfärbte sich, platzte auf, wie Tomaten auf einem heißen Kochstein. Tarik verfolgte das Ende des Kettenmagiers nur aus dem Augenwinkel. Er hatte alle Hände voll damit zu tun, den Teppich mit aberwitziger Geschwindigkeit nach Süden zu jagen. Die Djinne taumelten wild durcheinander, wie ein aufgescheuchter Taubenschwarm, kaum mehr die Hälfte ihrer ursprünglichen Zahl. Viele von denen, die in die Kakteen geschleudert worden waren, sich darin verfangen hatten, waren noch am Leben, kamen aber aus eigener Kraft nicht mehr frei. Ihre Schreie folgten Tarik und Sabathea auch dann noch, als die Oase längst nur noch ein dunkler Streifen in der Ferne war. Aus den Aufzeichnungen des Jamal al-Abbas. Die Roch sind Menschen mit Flügeln. Raubvögel in Menschengestalt. Einst soll es zwei verfeindete Rochvölker gegeben haben, die sich eine gigantische Grotte teilten. Ihre beiden Horste lagen so nah beieinander, dass ein Speerwurf von einem zum anderen reichte. Und obgleich sich die Bewohner der Horste hassten und manchen Kampf miteinander ausfochten, gingen sie doch gemeinsam auf Menschenjagd. Die Reste dieser hängenden Städte existieren im Kopet-Dag-Gebirge noch heute. Was mit den Roch geschah, ist ungewiss. Nie wieder wurde einer von ihnen gesehen. Es heißt, sie hätten Menschen als Sklaven gehalten und kaum mehr als Tiere in ihnen gesehen. Mein Vater hat ihre verlassenen Nester gefunden. Und die Ruinen der Menschenpferche. Und du glaubst, dass sich dort jetzt die Djinne verkriechen? Wenn die Djinne tatsächlich Menschen fangen und in diese Berge verschleppen, dann sind die Pferche der Roch wie geschaffen für sie. Vor vielen Stunden hatten sie Yunis und die Djinne, die ihn gepackt hatten, aus den Augen verloren. Dennoch hatten sie ihnen weit genug folgen können, um die Gipfel des Kopet-Dag zu sehen. Tarik vermutete dort ihren Unterschlupf, in den alten, hängenden Städten der Roch. Du bist fest entschlossen, das zu tun, nicht wahr? Ich hol ihn da raus. Mit oder ohne dich. Sie kauerten an einer Felskante und blickten in die Tiefe. Das steile, unzugängliche Tal, das sich vor ihnen öffnete, lag unter einer Glocke aus Rauch und Finsternis. Es war geformt wie ein Kessel, rundum von steilen Felswänden begrenzt, aus dem es zu Fuß keinen Ausweg gab. Die Roch hatten diesen Ort gewählt, weil er nur durch die Luft zu erreichen war. Oder durch langwieriges Abseilen, das einen überraschenden und wirksamen Angriff unmöglich machte. Kochender Schlamm füllte den Talgrund. Von einer Bergwand zur anderen. Keine Wächter. Es muss noch andere Eingänge geben. Wenn wir Yunis retten wollen, bleibt uns keine Zeit, das ganze Gebirge abzusuchen. Jeder einzelne Spalt könnte hinunter in die Höhlen führen.
Wenn du Younes helfen willst, dann kannst du nicht einfach da reinfliegen und hoffen, dass dich niemand entdeckt. Warum liegt dir mit einem Mal so viel daran, Younes zu befreien? Ich mag deinen Bruder. Aber er ist es nicht, der mich neugierig macht. Das bist du. Sie schob ihre schmale Hand unter seine, umfasste seine Finger. Ihr prüfender Blick wurde eindringlicher. Er wich ihren Augen aus, aber er ahnte schon, dass sie jetzt nicht mehr nachgeben würde. Ich weiß, es geht dir um Younes. Aber nicht nur um ihn. Da ist noch etwas anderes. Etwas, über das du nicht sprichst. Die Erinnerung an die Nacht am Himmel über Samarkand kehrte zurück. Nicht an die schlichte Körperlichkeit ihrer ersten Begegnung, sondern an etwas anderes, das er schon damals gespürt hatte. In ihrer Stimme, ihren Berührungen und immer wieder in ihren Augen. Sie wartete geduldig. Mariam. Deine Wut auf Younes, diese ganzen 6 Jahre lang, das war nicht, weil er dir die Schuld an Mariams Tod gegeben hat, sondern weil er durchschaut hat, dass du selbst dir die Schuld daran gibst, nicht wahr? Was ist damals wirklich geschehen? Er zog seine Hand mit einem Ruck aus ihrer, rieb sich durchs Gesicht, massierte seine Augen, sah sie dann wieder an. Sie schien zu verschwimmen, eins zu werden mit der Nacht und dem Rauch dort draußen. Ich habe sie nicht sterben sehen. Ich habe sie nicht sterben sehen. Wer ist das? Sandwehen wanderten die Dünenhänge hinab auf die Oase zu. Aber sie schienen achtungsvollen Abstand zu dem Mann zu halten, der jetzt die Palmen erreichte und zwischen den Stämmen auf Tarik und Mariam zukam. Das ist kein Djinn, oder? Das Gewand war weit geschnitten und reichte bis zum Boden. Seine Schritte hinterließen Spuren im Sand. Er schwebte nicht, wie ein Djinn. Waffen oder einen Schwertgurt schien der Fremde nicht zu tragen. Sein Kopf war mit einem Tuch verhüllt, das nur einen Spalt für die Augen freiließ. Geh zurück auf den Teppich. Vielleicht gehört er zu den Rebellen. Halt! Bleib stehen! 15 Schritt zwischen ihnen und dem Fremden. Er kam näher, ohne Tariks Aufforderung Beachtung zu schenken. Bleib stehen und nenne uns deinen Namen! Wäre Mariam nicht an seiner Seite gewesen, er hätte den Mann längst angegriffen. Dann endlich erkannte Tarik, was an dem Fremden nicht stimmte. Er trug keine Wasserschläuche, nichts, um Vorräte zu transportieren. Und dafür gab es nur eine einzige Erklärung. Er war nicht allein. Hinter den Dünen warteten andere wie er, warteten womöglich nur auf sein Zeichen. Der Fremde blieb stehen. Er hakte seelenruhig mit einer Fingerspitze in das Tuch vor seinem Gesicht und zog es hinab unter das Kinn. Tarik erstarrte. Hunderte Narben. Das Gesicht des Mannes sah aus wie ein Flickenteppich, dutzendfach zusammengenäht, als hätte ihn etwas vor langer Zeit in Stücke gerissen. In Stücke von unterschiedlicher Hautfarbe. Seine Mundwinkel wanderten nach oben, fanden eine Verlängerung in rosigen Narbenwülsten, die sein sichelscharfes Lächeln bis zu den Augenwinkeln hinaufzogen. Tarik hatte noch nie eine Mimik gesehen, die dieser gleichkam. Das groteske, absurd verzerrte Grinsen einer Narrenmaske. Mein Name ist Amaryllis. Er blickte von Tarik zu Mariam und wieder zurück. Rechts das blaue Auge einer Frau mit langen Wimpern, links das braune eines Mannes, ohne Lid, von einem schwefligen Schleier überzogen. Mariam packte Tarik an seinem Wams und zerrte ihn zurück. Erst jetzt wurde ihm bewusst, dass er vollkommen steif dagestanden hatte, gebannt von diesem fremden, mächtigen Blick. Er warf sich herum und lief Seite an Seite mit ihr Richtung Teppich. Ich sehe eine Welt
ohne Zauber. Tarik und Mariam erreichten den Teppich nicht mehr. Hinter ihnen hatte der Narbennarr die Schärpe gelöst und sein Gewand geöffnet. Ungleiche Hände zogen es auseinander. Ich sehe eine Welt ohne mich. Aus seinem Gewand strahlte weißes Licht. Kein gleichförmiger Schein, sondern ein Fächer aus flirrenden Strahlen, die wie Fühler über den Wüstensand tasteten. Dann über Mariam und Tarik, die beide innegehalten hatten. Wo das Licht sie berührte, sahen sie den Tod. Es war keine wirkliche Metamorphose, nur der äußere Anschein einer Verwandlung. Das Vorgaukeln eines rasanten Zerfalls. Ihre Leiber zerfielen im Stehen. Innerhalb von Sekunden, Stück für Stück. Als pickten unsichtbare Geier das Fleisch von ihren Knochen. Sie waren nicht das Einzige, das im Aaslicht verging. Die Brunnenmauer zerbröckelte. Sand verschüttete den runden Schacht. Die Dünen schoben sich in schwindelerregender Schnelligkeit über und untereinander. Nur Tarik und Mariam standen immer noch da, gefangen in einem endlos gedehnten Augenblick des Verfalls. Seht, wie die Welt eine andere wird als die, die ihr kennt. Seht die Welt ohne euch, ohne das Leben, das ihr liebt. Seht, wie ich sehe und versteht, was ich tun muss. Tarik kämpfte dagegen an, wehrte sich mit all seiner Willenskraft. Aber er konnte den Bann des Lichts nicht durchbrechen, nicht einmal schwächen. Aber es gelang ihm, den Arm auszustrecken, um Mariam zu packen und mit sich zu zerren. Dorthin, wo der Teppich nicht mehr zu sehen war, aber immer noch sein musste. Die Fratze des Narbennarren schwebte im Licht. Von einem Moment auf den anderen ganz nah bei Mariam. Er sah ihr in die Augen und sie erwiderte den Blick. Und plötzlich war da Erstaunen, fast Freude. Du siehst es auch. Der Narbennarr nahm Mariam bei der Hand, fast zärtlich. Ein Erwachsener, der ein Kind mit sich fortführt. Keine Bedrohung, nur das Versprechen von Sicherheit. Ein Hoffnungsschimmer in diesem Sturm aus Zerfall und Verwesung. In diesem Strudel von Bildern. Mariam! Er sah sie davongehen. Sah seine eigene Hand sich nach ihr ausstrecken. Zu weit entfernt. So machtlos. Mariam! Seine Haut verwitterte und wehte davon. Das Schwert fiel verrostet zu Boden. Alles war wieder wie zuvor. Er selbst, seine Kleidung, die Lehmmauer rund um den Brunnen, der Teppich. Begraben unter weiß-gelben Wehen. Doch Mariam war fort. Nirgends Spuren im Sand. Nicht ihre, nicht die des Fremden. Auch Tariks eigene waren verweht. Er musste Stunden hier gelegen haben. Alles war wie zuvor. Nur ohne sie. Ohne Mariam. Thank you.
Sturmkönige. Nach den Romanen von Kai Meier. Djinnland, Teil 2. War er ein Djinn? Amaryllis ist einer ihrer Fürsten. Es war Nacht geworden, während Tarik Sabathea erzählt hatte, was damals geschehen war. Von Mariams Tod, der in Wahrheit Mariams Verschwinden gewesen war. Jahrelang habe ich versucht, mehr über ihn herauszufinden. Es gab einige Veteranen des Djinn-Krieges, die Überlebenden der Schlachten um die alte Bastion. Sie erinnerten sich an ihn, erzählten mir von ihren Albträumen, von dem Wüten des Narbennarren auf den Schlachtfeldern. Tarik hatte fest daran geglaubt, dass Mariam tot war, weil Djinne keine Gefangenen nahmen. Doch der vergangene Tag hatte ihn eines Besseren belehrt. Die Vorstellung, dass sie noch leben könnte, als Sklavin in einem Käfig oder hier in den uralten Pferchen der Roch als Amaryllis Sklavin, war unerträglich. Licht! Mehrere Djinne kamen aus der Höhle heraus. Alle trugen Fackeln. Ein Hauptmann der Djinne bellte Befehle und sogleich schwärmten die Krieger aus. Sie wissen, dass wir hier sind. Gleich drei Djinne schwebten auf die Felsnische zu, in der sich Tarik und Sabathea versteckt hatten. Die beiden konnten nicht fliehen, ohne geradewegs in den Schwarm ihrer Feinde zu rasen. Während sie sich rückwärts in den hintersten Winkel des Spaltes gedrängt hatten, war der Teppich unter ihren Füßen zusammengeschoben worden. Unmöglich, ihn in diese Enge flach auszurollen. Und das bedeutete, keine Möglichkeit, mit ihm abzuheben. Sie saßen fest. Und die drei Djinne kamen näher. Hoffen wir, dass sie nicht wissen, dass wir zu zweit sind. Was hast du? Nicht! Tarik hatte sein Krummschwert gepackt und preschte aus dem Spalt. In weiten Sprüngen setzte er über den zerklüfteten Untergrund hinweg. Die drei Djinne nahmen pfeilschnell seine Verfolgung auf. Sabathea sah, dass die Djinn-Krieger nur Augenblicke brauchen würden, um ihn einzuholen. Tariks Klinge durchtrennte den Arm eines seiner Verfolger. Dessen Fackel schlug auf den Fels auf und verschwand in der Dunkelheit. Die beiden anderen waren unmittelbar hinter ihm. Aber Tarik lief schon wieder weiter. Auch alle anderen Krieger stießen jetzt auf Tarik zu. Ihre Fackeln bildeten einen unregelmäßigen Ring rund um ihn in der Finsternis. Sabathea schob sich wie eine Schlafwandlerin vorwärts, nahm den Teppich und entrollte ihn. Sie wollte nicht die Schuld an seinem Ende tragen. So wenig, wie sie gewollt hatte, dass er sich für sie opferte. Aber ebenso wenig wollte sie die Ablenkung durch ihn ungenutzt lassen. Sabathea sah sich um. Tarik packte sein Schwert an Griff und Spitze und hielt die Waffe waagerecht und mit ausgestreckten Armen vor sich. Dann beugte er sich vor, um das Schwert auf dem Fels abzulegen, als zwei unbewaffnete Djinne auf ihn zufegten, ihn an den Armen packten und vom Boden rissen. Sabathea kniete sich auf den Teppich, schloss ganz kurz die Augen, versuchte sich auf die Beschwörung zu konzentrieren und schob die Hand ins Muster. Ihre Finger glitten durch die Fasern, stießen in jenen Bereich des Teppichs vor, der gar nicht hätte existieren dürfen. Unterhalb der Oberfläche und doch nicht darunter. Anderswo und doch ganz nah. Ihre Fingerspitzen berührten das erwachende Gewimmel der Musterstränge, tippten gegen einige, umfassten andere, zogen Schlaufen, schufen Verknüpfungen. Der Teppich versteifte sich unter ihr, hob sich einige Finger breit vom Boden, glättete sich vollständig, bis er wie ein Brett auf der Luft lag. Die Djinne wandten ihr noch immer den Rücken zu. Der Hauptmann gestikulierte und folgte dem Gefangenen und seinen Trägern in die Tiefe. Auch der Rest der Kreisformation löste sich auf und folgte ihnen. Nur wenige blieben zurück. Sabathea ließ den Teppich aus der Nische schweben, versuchte ihn seitwärts in die Nacht zu lenken. Doch sie war zu unerfahren. Ein Rucken durchlief den Teppich. Ein Rucken in der Dunkelheit. Selbst den schwachen Augen der Djinne nicht entging. Einer wirbelte herum. Weitere folgten alarmiert seinem Blick. Es waren 5 oder 6, die nun mit ansahen, wie ein Teppich und seine Reiterin in die Nacht davonhuschten. Ein kurzer Moment der Erkenntnis.
Dann hoben sie ihre Waffen und stürzten sich auf ihre Beute. Die Ruinenstädte der Roch ähnelten aus der Ferne und im Halblicht zahlloser Feuer zwei gigantischen Wespennestern, die sich an entgegengesetzten Enden des Höhlendoms an die Decke klammerten. Ihre Struktur erschien von weitem wie die Oberfläche von Schwämmen, durchzogen von tausenden Öffnungen und Tunneln. Als die Dschinnitarik näher auf eines der grotesken Gebilde zutrugen, schätzte er, dass es eine Höhe von 1000 Schritt oder mehr besaß. Die beiden Djinne steuerten jetzt auf einen der größten Hohlräume in der puckennarbigen Oberfläche des Rochhorstes zu. Die Öffnung erwies sich als eine Art Grotte. Dutzende Feuer brannten. Mehrere Djinne hielten an der Kante zum Abgrund Wache. Ihre Pfeilspitzen waren auf ihn gerichtet. Seine beiden Begleiter zerrten ihn auf die Beine, stießen ihn eine Rampe hinauf in eine langgestreckte Kammer, beinahe ein Saal. Tarik stolperte bis in die Mitte. Seine Begleiter blieben hinter ihm zurück. Am anderen Ende der Kammer war es finster. Aus der Dunkelheit drang ein Rascheln, so als erhöbe sich jemand von einem Lager. Schritte. Welcher Djinn ging auf Beinen? Eis in Tareks Eingeweiden. Gleichzeitig Hitzestöße, die durch seine Glieder rasten. Seine Beine bebten leicht. In seiner Kehle saß ein Knoten aus Hass. Du also. Natürlich. Du. Amaryllis, der Falschäugige. Der Genähte. Der Menschen-Djinn und Lichtträger. Der Narbennarr. Ein Djinn-Fürst, der sich einen neuen Körper erschaffen hatte, um mehr zu sein als nur ein Djinn. Ich erinnere mich an dich. Du warst bei ihr. Seine vernarbten Mundwinkel formten jenes scheußliche, nichtmenschliche Sichelgrinsen, das Tarik in so vielen Träumen gesehen und tausendmal mit bloßen Händen von Amaryllis Schädel gepellt hatte. Die Bestandteile seines Flickengesichts konnten sich auf keine gemeinsame Mimik einigen. Und so verfiel das Stückwerk aus den Zügen toter Menschen in ein zuckendes Chaos aus Regungen. Das klare, blaue Frauenauge fixierte Tarik. Doch etwas war mit seinem anderen Auge geschehen, dem männlichen, das damals dottergelb und vertrocknet gewesen war. An seiner Stelle klaffte ein Loch in Amaryllis zusammengestückeltem Gesicht. Mariam, Mariam, Mariam. Eine vernarbte Klaue aus fremden Fingern berührte Tarik am Kinn. Du wirst mir von ihr erzählen, nicht wahr? Alles über sie. Das Grinsen des Narbennarren erreichte seine Augenwinkel. In der leeren Höhle bewegte sich etwas. Zuckende Nervenbündel wie Wurmenden. Hast du mich verstanden? Tarik sah in die leere Augenhöhle. Weshalb hatte der Djinn-Fürst sich nicht einfach ein neues Auge eingesetzt, wenn er doch die Macht besaß, Menschenteile zu etwas Lebendem zu vernähen? Und dann dämmerte es ihm. Amaryllis hatte sich selbst verstümmelt. Hatte sich das Auge eigenhändig aus dem Schädel gerissen, weil es... Ja, was nur? Es sieht so viel. Noch immer. Ich hab's dir schon einmal gesagt. Ich habe die Welt ohne Djinne gesehen. Eine Welt der Menschen ohne Magie. Die Welt, die wieder sein wird. Eine Welt ohne euch, so wie sie einst gewesen ist. Deshalb bin ich hier, um das zu verhindern. Um das, was mein eines Auge sieht, niemals wahr werden zu lassen. Hast du deshalb versucht, dir den Körper eines Menschen zu erschaffen?
um dem Ende deines Volkes zu entgehen? Ha! Sie hat mich verstanden. Du weißt gar nichts. Sie war so viel gescheiter als du. Sie hat es verstanden. Sie hat es gespürt. Erzähl mir von ihr. Kein Wort werde ich verlieren. Du wirst nichts für dich behalten. Keine noch so unbedeutende Einzelheit. Schmerz ist hier unten nur der Anfang. Erst hatte sie geglaubt, die Feuer am Boden des Höhlendoms wären winzig, nicht größer als die Flammen an den Fackeln ihrer Bewacher. Dann aber trugen die Djinne sie tiefer und tiefer hinab. Und sie erkannte, dass sie riesig waren, jedes von ihnen unmittelbar neben einer großen Kuppel, an die 100 Meter breit und mindestens halb so hoch. Menschen waren darunter gefangen, mehr als sie mit einem Blick zählen konnte. Einige hatten sich zu Pulks zusammengerottet. Andere kauerten ganz allein im Flackerschein der großen Feuer. Und ein paar rüttelten verzweifelt an den Gitterstreben und gebärdeten sich wie Wahnsinnige. Die Djinne trugen sie zum höchsten Punkt einer der Kuppeln, 50 Schritt über dem Boden, schwebten dann mit ihr durch eine Öffnung ins Innere und warfen sie schließlich zu Boden. Aus einem Pulk von einem halben Dutzend Männern und Frauen löste sich eine Gestalt, stolperte auf sie zu. Sabathea! Jonas! Sabathea! Komm, ich helfe dir. Ist Tarik auch hier? Dann haben sie euch beide gefangen? Er hat sich ihnen ausgeliefert, damit ich fliehen konnte, um dich zu suchen. Wir sind euch gefolgt, bis in die Berge. Hierher haben sie ihn jedenfalls nicht gebracht. Vielleicht steckt er in einem der anderen Pferche. Ja, vielleicht. Hast du mit den anderen Gefangenen gesprochen? Ja. Und? Wie kommt man hier raus? Niemand gelangt bis zur Öffnung in der Kuppel, ohne dass die Djinne es bemerken. Und selbst wenn, wir sind 3000 Schritt unter dem Eingang in der Höhlendecke. Wie sollten wir da raufkommen? Du bist derjenige, der sich aus Fliegen versteht. Mein Teppich liegt irgendwo zwischen den verdammten Kakteen in der verdammten Oase. Was ist mit Tariks Teppich? Den haben sie. Die Djinne. Was hast du noch erfahren? Das hier ist nur so etwas wie ein Zwischenlager. Anscheinend sind bereits Gefangene wieder von ihr fortgebracht worden. Um sie anderswo zu töten? Keiner weiß das so genau. Aber es gibt Gerüchte. Es heißt, ganze Heerscharen von Djinn bewegen sich in Richtung Bagdad von überall her. Und viele von ihnen haben menschliche Sklaven dabei. Sie planen einen Angriff auf Bagdad? Den mit Abstand größten bisher. Sie konzentrieren all ihre Macht auf die Stadt des Kalifen. Warum nach all den Jahren ausgerechnet jetzt? Keiner weiß, warum Bagdad. Und warum erst heute und nicht schon vor 10 oder 20 Jahren. Aber Tatsache ist, dass der Angriff bevorsteht. Und dass die Djinn all diese Menschen, dass sie uns gefangen haben, um auf ihrer Seite zu kämpfen. Wie wollen sie das anstellen, dass die Menschen gegen die Menschen kämpfen? Offenbar holen sie alle paar Stunden einige aus dem Pferch und bringen sie in einen anderen, weiter am Rand der Höhle, wo es dunkler ist und weniger Feuer brennen. Sie tun irgendwas mit ihnen. Tun? Keiner weiß, was genau. Aber einige der Nomaden haben die Sklaven, die die Djinn-Heere begleiten, aus der Ferne gesehen. Sie sagen, sie waren wie Kettenhunde. Tollwütige Kettenhunde, die nur darauf gewartet haben, dass sie endlich losgelassen werden. Sie rauben ihnen ihren Willen.
Mehrere Djinne schwebten durch die Öffnung und ließen ein tropfenförmiges Fangnetz herab, in dem ein Pulk aus Menschen mit verdrehten Armen und Beinen hing, mit aufgerissenen Augen und blutigen Striemen auf Gesichtern und nackter Haut, wo das Netz sie während des Fluges wundgescheuert hatte. Lanzenträger bildeten einen Kreis und hielten die Menschen im Pferch auf Abstand. Andere fädelten die geschwächten Gefangenen aus den Maschen. Ich kenne diese Leute. Die Karawane aus Samarkand. Halt sie auf! Still! Ihr alle, still! So gibt es doch welche, die unsere Sprache sprechen. Immer mehr Menschen strömten jetzt kriechend oder auf allen Vieren auseinander. Irgendetwas in ihrer Mitte flößte ihnen eine solche Angst ein, dass selbst die Waffen der Djinne für sie an Schrecken verloren. Was geht da vor? Sie haben Angst. Die haben hier alle. Nicht vor den Djinn. Sie fürchten sich vor einer von ihnen. All das Blut. Was hast du vor? Sabathea, geh nicht dorthin! Bleib bei den anderen! Du weißt hoffentlich, was du da tust! Sabathea drängte sich zwischen den hysterischen Menschen hindurch, bis sich das Gewimmel schließlich lichtete, zu einer freien Fläche in der Mitte des Pferchs. Das Netz lag dort flach am Boden. In seiner Mitte ruhte der Körper einer jungen Frau. Sie lag auf der Seite, mit dem Rücken zu Sabathea, die Beine angewinkelt, die Arme eng an den Leib gezogen. Ihr Oberkörper zuckte unter heftigen, unregelmäßigen Atemstößen. Ihr einstmals weißes Kleid, prachtvoll mit Goldfäden durchwirkt, war zerfetzt und über mit Blut getränkt. In ihrer Seite klaffte eine scheußliche Wunde. Sabathea stolperte über die Maschen des Netzes und sank neben dem Mädchen auf die Knie. Vorsichtig ergriff sie seine Schulter und rollte es langsam auf den Rücken. Fass sie nicht an, Sabathea! Es ist die Vorkosterin des Emirs. Ihr Blut ist pures Gift! Doch sie achtete nicht auf Yunis. Nicht auf die Djinne, die über ihr kreisten und sie beobachteten. Nicht auf die verängstigten Menschen rundherum. Nicht auf das fremde Blut an ihren Händen. Tränen flossen ihr über die Wangen. Sie fühlte sich schuldig. Ganz ruhig, Kanaya. Ich bin bei dir. Du musst versuchen, ganz ruhig zu atmen. Ich kenne dich. Ja. Es war nicht meine Schuld. Ich weiß. Du hast alles richtig gemacht. Nicht meine. Es tut mir leid. Nichts, das dir leid tun müsste. Ich wollte, dass er stolz ist. Denk nicht an ihn. Denk an den Sonnenaufgang über den Palastdächern. An den warmen Wind von den Hängen des Pamir. Denk an die Musik und die Spiele und den Jasmin in den Gärten. Ja, die Musik. Das alles hätte nicht geschehen dürfen. Stolz auf mich? Ja. Er ist jetzt ganz sicher stolz auf dich. Sabathea zog Kanaya an sich und vergrub das Gesicht in ihrem Haar. Irgendwo, in einer anderen Welt, rief Yunis ihren Namen. Djinne brüllten, Menschen schrien durcheinander. Dann packte jemand sie an der Schulter. Zerrten Djinn klauen sie von der Leiche fort. Du kommst mit uns! Stunden, in
denen sie ihm Schmerz in kleinen Dosen verabreicht hatten, Stiche und Schnitte und Schläge, die nie heftig genug waren, ihm das Bewusstsein zu rauben, hatten sie ihn mit dem Kopf nach unten, die Füße an einer Kette über das Nichts gehängt. Warum interessierte sich der Nabenar derart für Mariam? Damals in der Wüste hatte er etwas in ihr entdeckt, das ihn dazu bewegt hatte, sie mit sich zu nehmen. Was war dann geschehen? Hatten sie dasselbe mit Mariam getan? Sie geschnitten und geschlagen und hier aufgehängt? Und dann? Und dann kam er zurück. Wo ist sie? Tauchte vor ihm aus dem Dunkel auf. Schwebte in der Leere. Sein Gesicht vor Tareks. Na. Wo ist sie und was hat sie vor? Du meinst, du weißt es nicht? Sag mir, wo ich sie finde. Du hast sie mitgenommen. Du hast sie mir weggenommen. Wo ist sie? Wenn ich das wüsste, wäre ich nicht hier. Sie hat dich hergeschickt. Die Klaue des Nabennarren schoss vor, packte sein Haar, zog seinen Kopf zurück. Die andere Hand fuhr über seinen Oberkörper. Ein langer Fingernagel ertastete einen klaffenden Schnitt auf seiner Brust. Die Spitze drang in sein Fleisch ein, berührte sachte den Knochen seines Brustbeins. Wo? Du glaubst, dass du sie liebst, nicht wahr? Ist es das? Liebe? Fahr zur Hölle. Was ist mit der anderen Menschenfrau? Liebst du sie auch? Wie wichtig ist sie für dich? Wie viel bedeutet sie dir? Amaryllis ließ von ihm ab. Sieh her. Sabathea wurde von zwei Djinnen an den Armen hereingetragen. An ihrem Körper schien es keinen Fingerbreit zu geben, der nicht mit Blut besudelt war. Ihr langes Haar war verklebt, ihr Kopf nach vorn gesunken. Sie war bewusstlos. Oder tot. Du musst jetzt eine Entscheidung treffen. Gegen Mariam oder gegen sie. Was habt ihr mit dir gemacht? Was zum Teufel habt ihr ihr angetan? Das meiste ist nicht ihr eigenes Blut. Warum bewegt sie sich nicht? Sie wird bald erwachen. Offenbar hat sie sich ein wenig zu heftig zur Wehr gesetzt, als meine Krieger sie hierher bringen wollten. Sie hatten sie bewusstlos geschlagen. Tarek bekam vor Abscheu und Zorn kein Wort mehr heraus. Amaryllis stand auf dem fliegenden Teppich und schwebte wenige Handbreit über dem Boden. Seine Magie war stark genug, den Teppich Kraft seiner Gedanken zu steuern. Er ging am Rand des Teppichs in die Hocke und beugte sich zu Sabathea hinab. Wage es nicht, sie anzufassen! Amaryllis griff ihr ins Haar, richtete sich mit einem Ruck auf, packte sie mit der anderen Hand am Nacken und ließ sie frei in der Luft baumeln. Wo ist Mariam? Nicht! Es liegt in deiner Macht, ihre Pein zu beenden. Ich lege die Möglichkeit dazu in deiner Hand. Warum nutzt du sie nicht? Während Amaryllis die strampelnde Sabathea mit der rechten Klaue im Genick festhielt, zog er mit der linken am Haar ihren Kopf zurück und drohte ihn zu überspannen. Der Djinn-Fürst zog sie näher heran und beugte sich über ihre entblößte Kehle, riss den Mund auf. Nein! Lass ihn in Frieden! Lass ihn in Frieden und ich sage dir alles, was du wissen willst.
Lass ihn in Frieden. Der Narbennar schoss mit dem Teppich auf Tarek zu, blieb unmittelbar vor ihm in der Luft stehen und starrte ihn aus dem hellblauen Auge an. Genug davon. Wo versteckt sie sich und was hat sie vor? Elbur. Sie versteckt sich im Elburgebirge. Du wirst meine Krieger zu ihr führen. Und zu dem Jungen. Dem Jungen? Ich weiß, dass das Menschenjunge bei ihr ist. Ich weiß auch, welche Macht es besitzt. Du wirst mich zu ihr führen. Und sie mich zu ihm. Tarek hatte keine Ahnung, wovon Amaryllis sprach. Welches Kind? Was wollte der Djinn-Fürst von einem Kind? Ich tue alles, was du verlangst. Solange du Sabathea in Frieden lässt. Gut. Ihr werdet Wasser und Essen bekommen und frische Kleidung. Und dann wirst du mir den Weg weisen. Wasserbecken ragten wie geöffnete Hände waagerecht aus der Felswand. Eine Wassersäule prasselte aus jedem Becken, das darunter. Ein kristallklarer Sturzbach, der irgendwo im Berg über ihnen entspringen musste und auf dem Weg in die Tiefe umgeleitet worden war. Während sie sich wuschen, erzählte Sabathea Tarek im Flüsterton von Yunis und den Sklavenpferchen. Im Gegenzug berichtete er ihr von dem, was der Narbennar gesagt hatte. Und schließlich, die vier Djinne, die sie hergeflogen hatten, schwebten irgendwo über ihnen, sehr leise von Mariam. Was ist das? Ein Ifrit. Die Ifrit, die Wunschdjinne, gab es schon lange vor dem Ausbruch der wilden Magie und dem Auftauchen der Djinn-Armeen. Sie sind bis zu 5-mal größer als die gewöhnlichen Djinne. Ihre Klauen sind so groß wie ein Mensch. Ihre Haut schwarz, als hätte man sie mit Pech übergossen. Zwar sind sie groß, aber nicht besonders gescheit. Sie sind wie zurückgebliebene Kinder, die sich schnell zu Streichen und anderem Unfug überreden lassen. Deshalb gewähren sie den Menschen Wünsche und erfüllen sie mit Hilfe ihrer Magie, soweit es in ihrer Macht steht. Er hat nicht ausgesehen, als würde er die Wünsche eines Menschen erfüllen. Nicht ohne die richtige Beschwörung. Er hatte Angst vor den anderen. Ich bin 2-mal einem wie ihm begegnet. Draußen in der Karakum. Und beide Male haben sie mich in Frieden ziehen lassen. Sie greifen selten an. Ich glaube nicht, dass es ihnen gefallen hat, als eines Tages Djinn-Fürsten wie Amaryllis mit ihren Armeen aufgetaucht sind und das große Töten begonnen hat. Anziehen! Tarek durchsuchte das Kleiderknäuel nach brauchbaren Stücken. Was einigermaßen unversehrt erschien, reichte er an Sabathea weiter. Sie schlüpfte in eine sandfarbene Hose und ein Hemd, die vermutlich einst Nomadenjungen gehört hatten. Er selbst streifte sich ähnliche Sachen über, ebenso schlicht und abgenutzt. Tarek dachte, es gelte Sabathea und ihm. Doch als er aufblickte, waren ihre Bewacher in helle Aufregung verfallen und gestikulierten hinauf zur Höhlendecke und dem klaffenden Tunnel ins Freie. Was geschieht da? Qualm wurde hinab in die Grotte geweht. Eine graue Wolke rammte wie eine riesige Faust aus der Höhlendecke und hüllte schlagartig einen Teil der Djinn-Armee ein. Zugleich erklang lautes Heulen und Brausen, das an die Stürme erinnerte, die im Winter von den Hängen des Pamir über die Mauern und Dächer Samarkands hinwegrasten.
Die vier Wächter verließen ihren Posten über dem Rand der Tränke und schlossen sich ihren Artgenossen auf dem Weg nach oben an. Hey! Hey! Sie lassen uns einfach hier zurück. Sei froh darüber. Wäre ich auch. Wenn wir nicht irgendwo im Nichts in einer riesen Vogeltränke festsitzen würden. Ach, verdammt! Sieh dir das an! Als er sah, was Sabathea meinte, hatte er schlagartig andere Sorgen. Die Wolke aus Staub und Rauch war zu einem wirbelnden Chaos aus grauen, rotierenden Schlieren geworden. So als hätte eine unsichtbare Macht mit den Armen hineingegriffen und begonnen, gründlich darin herumzurühren. Die Heerscharen der Djinne wogten ziellos darin umher. Ob und gegen wen sie kämpften, war von hier aus nicht zu erkennen. Das, was über die Djinne hereingebrochen war, stieß durch den Dunst und breitete sich mit rasender Geschwindigkeit über den oberen Teil des Felsendoms aus. Eine Vielzahl von Trichtern aus kreisendem Rauch raste unter der Höhlendecke entlang und bald darauf an den Wänden hinab. Das sind Wirbelstürme. Und wie sollen wir das anstellen? Oder sind ihr vielleicht Flügel gewachsen? Jemand wartet auf uns! Was? Tareks Teppich schwebte herrenlos neben der Rauchtränke. Woher? Ah, du hast dir befohlen, nach uns zu suchen? Ja! Na los! Wir müssen schleunigst hier raus! Ja, aber das Wasser! Junis Teppich hat mich abgeworfen. Und da war ich nicht halb so nass. Wir müssen es zumindest versuchen. Der Teppich schwebte keine Armlänge von der Tränke entfernt über der Leere. Er hatte seine Aufgabe erfüllt und Sabathea gefunden. Nun wartete er auf den nächsten Befehl. Und den konnte Tarek ihm nur geben, indem er seine Hand ins Muster schob. Wir springen zusammen rüber! Ja! Jetzt! Ja! Stocksteif erwartete das Gewebe den Aufprall. Dann spritzten Wassertropfen, als Tarek mit den Füßen aufkam. Sofort kippte er nach vorn auf alle Viere und rammte im selben Augenblick die Hand ins Muster. Gerade noch rechtzeitig. Seine Finger fanden die richtigen Stränge und zogen sie instinktiv zusammen, während er im Gedanken die nötige Beschwörung murmelte. Die Macht der Worte raste ins Knüpfwerk, bestickte den Widerwillen des Musters und zwang es zum Gehorsam. Sabathea klammerte sich von hinten an ihn, als er den Teppich von der Tränke fortlenkte. Runter! Nach unten! Ja! Von oben regnete es tote Djinne, manche aufgeplatzt wie Fischbäuche. So heftig waren sie von den Stürmen gegen die Felsen geschleudert worden. Von unten stiegen immer noch neue Krieger auf. Während der Teppich abwärts sank, wurde er an den Höhlenwänden bereits von den ersten Wirbelstürmen überholt. Mit irrwitziger Geschwindigkeit sausten die Windhosen an den Felsen entlang, sprengten loses Gestein und warfen Djinne in alle Richtungen. Ah! Was? In den Stürmen! Menschen? Jeder Sturm wurde von einer Gestalt gelenkt, die inmitten des Strudels stand. Aufrecht, ganz gleich, wie sehr sich der Sturmtrichter neigte und bog. Wo sind die Perche? Irgendwo da drüben. In welchem ist Jonas? Woher soll ich das wissen? Sie sehen alle gleich aus. Die Höhle mochte hier unten einen Durchmesser von 1500 Metern haben. Sie war annähernd rund und bot Platz für Dutzende von Pferchen. Drei oder vier Wirbelstürme tanzten zwischen ihnen in der Dunkelheit, ließen Gitter bersten, schufen Fluchtwege für die Gefangenen. Tarek! Sabathea deutete auf einen Wirbelsturm, der zwischen zwei halb zerstörten Gitterkuppeln verharrte und mit wahnwitziger Geschwindigkeit kleiner wurde. Die Gestalt in seinem Inneren schwebte zu Boden, während der Windstrudel in sich zusammensank. Schließlich hatte sich der Sturm vollständig aufgelöst. Der Reiter stand breitbeinig am Boden, winkte die Gefangenen aus dem Pferchen heran, brüllte, gestikulierte hektisch, bis endlich 20 oder 30 von ihnen einen Pulk um ihn bildeten. Was macht ihr da?
Rund um die Menschen bildete sich eine Spirale aus Staub. Wind stieg aus dem Nichts auf und bildete eine Wand aus Rauch und Sand um die schreiende Menge und den Sturmreiter in ihrer Mitte. Plötzlich wurden sie alle angehoben, wie auf einer unsichtbaren Plattform, während sich unter ihnen der Trichter des Wirbelsturms emporschraubte. Immer höher, bis sich die Menschen 50, 60 Mannslängen über dem Boden befanden. Die Windhose setzte sich in Bewegung, fräste zwischen den Feuern und Pferchen zur Höhlenwand und raste daran hinauf. Dabei bog sich der Windrüssel mit seinem breiten Ende nach oben, sodass die verängstigten Männer und Frauen weiterhin aufrecht standen. Zugleich formierten sich drei kleinere Windhosen um den Flüchtlingstransport und wehrten angreifende Djinne ab. Sie retten sie! Tarik sah, wie weitere Wirbelstürme unweit der Pferche niedersanken. Viele Gefangene hatten mit angesehen, was geschehen war. Rasch bildete sich ein wildes Gedränge um die Sturmreiter. Da drüben! Da ist er! Oh! Da vorne war er! Tarik lenkte den Teppich in die Richtung, in die Sabatheas Finger zeigte. Da! Younes! Younes! Aber Younes war längst inmitten des Tumults verschwunden. Tarik flog gerade darauf zu, als die schreiende Menge angehoben und von der Windhose davongetragen wurde, die steile Felswand hinauf. Er sah gerade noch, wie der Wirbelsturm, dem sie folgten, in ein Chaos aus Djinn-Schwärmen und rasenden Windhosen tauchte und sogleich darin verschwand. Und nur einen Augenblick später stürzte ihnen aus dem brodelnden Chaos der Grottendecke etwas entgegen. Etwas so unfassbar Großes, dass Tarik im ersten Augenblick glaubte, der Berg selbst breche auseinander. Aber es war nicht der Berg. Es war eine der hängenden Städte. Tarik hörte Sabathea nicht mehr. Mit irrwitziger Geschwindigkeit jagte er den Teppich auf eine Öffnung in der Felswand zu. Die Ruine des Rochnestes schob eine Welle aus verdrängter Luft vor sich her. Ein unsichtbarer Rambock, der das Flechtwerk und seine beiden Reiter nach unten drückte, für den Bruchteil eines Augenblicks aus ihrer Flugbahn warf. Nein! Tarik brachte den Teppich zurück auf Kurs, raste weiter auf das Loch im Gestein zu. Über ihnen prallte die hängende Stadt in ihrem Sturz gegen die Felswand, explodierte zu Millionen Splittern und Fragmenten. Fiel weiter, kam näher, war da. Der Teppich schoss in den Tunnel. Tarik ließ den Teppich langsamer werden, drehte ihn herum und brachte ihn in der Luft zum Stehen. Seine Hand im Muster fühlte sich an, als hätte er sie mit heißem Wasser übergossen. Die Stränge zwischen seinen Fingern schienen zu glühen. Langsam ließ er den Teppich zurück in die Höhle gleiten. Sabathea umfasste ihn noch immer krampfhaft. Unter ihnen die geborstenen Ruinen der hängenden Stadt. Ihre Trümmer bedeckten den gesamten Boden der Grotte. Die einstigen Sklavenpferche darunter verschüttet. Über ihnen wurde nach wie vor gekämpft. Viele Sturmreiter, die nicht von der abstürzenden Stadt mitgerissen worden waren, mussten durch den Spalt in der Höhlendecke ins Freie entkommen sein. Aber eine stattliche Anzahl von ihnen wütete noch immer unter den Schienen. Tarik? Ja? Ein scharfkantiger Trümmergipfel ragte aus den Staubschleiern. Wo er durch die Schwaden stieß, musste das Zentrum des Aufschlags liegen. Hier waren die meisten Splitter aufeinander gehäuft. Bizarre, scherbenartige Überreste, die einem Haufen zerschlagener Korallen oder riesenhaften Knochen ähnelten. Da unten. Sie hatte etwas entdeckt. Eine Bewegung unterhalb der Trümmerkuppe, wo der Staubnebel endete und die bizarren Strukturen der Bruchstücke sichtbar wurden. Tarik lenkte den Teppich darauf zu. Vielleicht nur eine Täuschung. Aber dort regte sich tatsächlich Leben unter den grauschwarzen Scherben des Rochnestes. So als grabe sich etwas daraus empor. Nur wenige Meter unterhalb des Gipfels. In einem Spalt erschien etwas Helles, Runzliges,
Nacktes. Da ist er. Tarek wusste, was er zu tun hatte. Sabathea widersprach nicht, als er den Teppich im Steilflug nach unten lenkte. Genau auf den Gipfel zu. Auf das, was darunter hervorkroch. Scharfkantige Trümmerteile hatten ihn verstümmelt und fast bis zur Unkenntlichkeit entstellt. Das, was da vor Tarek und Sabathea ins Halblicht des gedämpften Feuerscheins kroch, unter der steilen Trümmerspitze, aber oberhalb der Staubwolken, war kaum mehr als ein Torso. Beide Beine fehlten und der größte Teil des linken Arms. Der Schädel wirkte verformt, war womöglich unter den Trümmermassen eingequetscht worden. Doch nichts von all dem hatte ihn töten können. Mit seinem einen Auge, jetzt blutunterlaufen und trüb, starrte er Tarek an. Du also. Aber natürlich. Mit eisiger Beherrschung trat Tarek vor und setzte einen Fuß auf die Brust des verstümmelten Körpers. Beinahe hätte er ihn angewidert zurückgerissen, als seine Ferse keinen Widerstand traf. Doch Amaryllis verbliebene Hand griff nach Tareks Bein, krallte sich in den weiten Stoff der Hose. Wie steht die Schlacht? Nicht gut für deine Krieger. Du solltest mich also nur ablenken. Du hast zu viele Fehler gemacht. Der erste war der, dich einem menschlichen Körper anzuvertrauen. Hast du solche Angst gehabt, dass deine Visionen wahr werden könnten? Die Zukunft ist festgeschrieben. Der Blick meines Auges. Die Welt ohne Djinne. Vielleicht ist sie nicht aufzuhalten. Also begann ich, mich anzupassen. Amaryllis Hand schnappte auf und zu. Jetzt umfasste sie Tareks Wade. Du verstehst nichts, Menschensohn. Ich erkenne es in deinem Gesicht. Du siehst nur deinen Feind zu deinen Füßen. Und schaust zu, wie ich bei lebendigem Leib in Stücke zerfalle. Wie fühlst du dich nun? Triumph? Erleichterung? Du glaubst, es gehe mir um Unsterblichkeit, nicht wahr? Darauf seid allein ihr Menschen so versessen. Keine andere Kreatur lebt in solcher Furcht vor ihrer eigenen Vergänglichkeit. Tarek! Sabathea kniete noch immer auf dem Teppich, nur wenige Schritte entfernt. Ihre Hand im Muster, jederzeit bereit, den Befehl zum Aufsteigen zu geben. Djinne! Weiter oben! Sie sind auf dem Weg hierher! Du wolltest ein Mensch sein, Amaryllis, um den Untergang der Djinne zu überleben. Nein! Du begreifst noch immer nicht. Sie werden bald hier sein. Wir müssen verschwinden. Du siehst es nicht. Du verstehst es nicht. Aber du solltest es auch sehen. Damit packte seine Hand um Tareks Bein noch fester zu. Ein brennender Schmerz, der aus der Klaue des Djinn-Fürsten Tareks Körper heraufraste. Tarek zerrte sein Bein zurück, fort aus Amaryllis Umklammerung. Schwärze stieg vor seinem linken Auge auf, als hätte jemand Tinte in den Augapfel gepresst. Tarek packte den Torso des Djinn-Fürsten am Arm und an den Beinstumpf und riss ihn hoch über seinen Kopf. Amaryllis Überreste wogen nicht mehr als ein Kind, blutleer und ausgezehrt. Mit einem Auge sah Tarek den Torso in die Tiefe stürzen, in den Abgrund aus Staubschwaden.
in die lodernden Feuer, die sich bald zur Oberfläche emporbrennen würden. Die Flammen nahmen Amaryllis auf, verschlangen ihn innerhalb eines Herzschlags. Der verstümmelte Leib verglühte. Harry, komm! Sabathea hatte ihn am Arm gepackt, zerrte ihn auf den Teppich. Er sank hinter ihr auf die Knie, presste eine Hand auf das linke Auge, hilflos, halb blind. Sie schob den Arm ins Muster, das Knüpfwerk versteifte sich und hob von den Trümmern ab. Stieß mit einem Ruck nach vorn. Wohin fliegen wir? Zurück in die Tunnel! Bist du sicher, dass das hier der richtige Weg ist? Ich habe einen der Ifrit gesehen. Und er ist in diesem Tunnel verschwunden. Ich glaube, er ist auf der Flucht vor der Schlacht. Und es ist gar nicht so unwahrscheinlich, dass er einen Weg nach draußen kennt, oder? Sieht aus, als wären wir auf dem richtigen Weg. Das Licht. Ja. Das Tageslicht kam näher und näher. Tariks gesundes Auge musste sich erst an die Helligkeit gewöhnen. Es kam ihm vor, als dauerte es viel länger als sonst. Nichts hier raus. Was ist? Tariks linkes Auge, gerade noch blind und in absoluter Schwärze gefangen, wurde auf einen Schlag von grellem Licht geflutet. Panisch riss er die Hand hoch und presste die Finger aufs Auge. Tarik, was ist los? Ich brauche eine Binde. Irgendwas an mein Auge abzudecken. Ich lande irgendwo. Nein, ich schaff das auch hier oben. Er zog sich das Wams über den Kopf, riss einen Ärmel vom morschen Kleidungsstück, klemmte den Rest zwischen die Knie und wickelte sich den breiten Wollstreifen schräg übers Gesicht, sodass das linke Auge vollständig bedeckt war. Geht's? Ja. Kannst du den Ifrit irgendwo sehen? Nein. Was ist passiert? Er beschrieb es ihr, so gut er konnte. Das Auge wummerte gedämpft vor sich hin. Ein Echo seines Herzschlags. Wir sollten runtergehen. Dann kann ich es mir genauer ansehen. Erst müssen wir so weit wie möglich von hier weg. Was waren das für Leute? Ich meine, die in den Sturm. Ich weiß es nicht. Aber wir müssen ihnen folgen. Auf keinen Fall. Wir fliegen nach Bagdad. Ich muss Jule. Du hast unser Leben aufs Spiel gesetzt, um ihn zu befreien. Jetzt ist er in Sicherheit. Das muss genügen. Bei diesen Sturmreitern? Wir können ihn nicht zurücklassen. Nicht hier. Oh, doch. Er ist mein Bruder. Du kannst nicht erwarten, dass... Wenn ich in Bagdad bin, kannst du tun, was du willst. Zieh los, um Yunis zu suchen. Oder Mariam, wenn du glaubst, dass du sie je finden wirst. Aber ich muss nach Bagdad. Es geht nicht anders. Ich werde ihn nicht einfach im Stich lassen. Und damit schob er die Hand ins Muster. Und schrie gellend auf, als sie ihm die Binde vom Gesicht riss. Das Licht fuhr wie eine Messerklinge in sein Auge. Er hob beide Hände vors Gesicht und überließ ihr die Macht über das Muster. Es tut mir leid, aber versuch nicht, mich aufzuhalten. Wir haben schon zu viel Zeit verloren. Sie machten Rast. Es war dunkel geworden. Irgendwo vor ihnen, fast 3 Tage entfernt, lag Bagdad. Hinter ihnen im Osten ebenso weit Samarkand. Und? Langsam hob er den Blick vom Boden, sah an ihr hinauf, geradewegs in ihr Gesicht, hob dann eine Hand, legte sie erst vor das linke, dann vors rechte Auge. Verglich das, was er sah, miteinander. Konnte es nicht glauben. Was? Was siehst du? Dich. Klingt nach einem guten Zeichen. Und nicht dich. Nicht so gut. Erklär's mir. Mit dem rechten Auge sehe ich dich vor mir stehen. Aber mit links ist da gar nichts.
Du bist nicht da. Der Teppich auch nicht. Und du selbst? Ich? Tarik blickte mit dem einen Auge an sich hinab. Nichts. Der Platz, an dem er stand, war leer. Was hat dieser Bastard mit mir angestellt? Du siehst jetzt das, was er gesehen hat. Oder nicht gesehen hat. Eine Welt ohne Djinne, hat er gesagt. Aber ich bin kein Djinn. Und du bist keiner. Ich verstehe das nicht. Wenn du tatsächlich in die Zukunft blicken kannst, muss die Tatsache, dass du hier auf dem Berg nichts siehst, nichts bedeuten. Hier oben ist nie irgendjemand gewesen. Und wahrscheinlich wird auch keiner je hier raufkommen. Du hast gesagt, die Djinne wollen Bagdad angreifen. Yunus hat das gesagt. Er hat es von den Gefangenen. Wenn ich mit diesem Auge die Zukunft sehe, sehe ich dann vielleicht in Bagdad nur Ruinen. Vielleicht ja. Oder auch nicht. Warten wir es ab. Er betrachtete sie mit dem gesunden Auge im Mondschein und fand sie wunderschön. Kurz zögerte er. Dann beugte er sich vor und küsste sie. Ihre Lippen schmeckten nach Asche und Salz. Aber es war ein Kuss, der ganz anders war als der vor einer Ewigkeit in der Nacht über Samarkand. Derselbe Mond, dieselben Sterne. Aber jetzt war da Zuneigung. Liebe. Vielleicht. Du kennst mich gar nicht. Nein. In der darauffolgenden Nacht hielt Sabathea Wache, während Tarik schlief. Den Tag über hatte er sich wieder und wieder geweigert, eine Rast einzulegen. Doch schließlich hatte ihn die Erschöpfung übermannt. Sabathea streckte die Hände zum Feuer hinaus. Es war kühl auf dem Gipfel im Osten der Zagros-Berge. Das Elfenbeinpferd erschien ganz unvermittelt am Rand der Senke. Sabathea musste zweimal hinsehen, ehe sie ihren Augen traute. Abermals nahm sie den fremdartigen Geruch nach Stall und Schmierfett wahr, den sie schon bei der Begegnung mit der Herde auf der alten Bastion bemerkt hatte. Das weiße Ross legte den Kopf schräg, blickte sie aus seinen dunklen Augen an und spreizte eine Schwinge, als wollte es hinaus in die Nacht deuten. Im ersten Moment hielt sie es für eine zufällige Bewegung, ein Strecken und Recken müder Glieder. Aber es zeigte auf etwas, einen unsichtbaren Punkt hinter den Felsen. Und es gab keinen Zweifel, dass die Geste Sabathea galt. Das Pferd drehte sich um und trabte in die Richtung, in die es gedeutet hatte. Sabathea zögerte, blickte rüber zu Tarik, entschied ihn schlafen zu lassen. Sie folgte ihm. Das Elfenbeinpferd lief voraus, machte plötzlich einen Satz und stieg mit 3-4 eleganten Flügelschlägen zu einem Felsen auf, legte sich nieder und blickte erwartungsvoll zu Sabathea herab. Sabathea verstand nicht, was das Ross von ihr wollte. Erst als sie einen weiteren Brocken umrundete, sah sie, was sich unterhalb des Felsens befand, auf dem das Pferd zur Ruhe gekommen war. Inmitten eines Geröllhaufens kauerte der Ifrit und weinte bitterlich. Der schwarzhäutige Gigant, an die 10 Meter hoch, rieb sich die Augen mit den riesigen Pranken und schien in seinem Kummer weder das Elfenbeinpferd noch Sabathea wahrzunehmen. Was hast du denn? Der Ifrit hob den kahlen Schädel und blinzelte sie an. Warum weinst du? Hast du Schmerzen? Der Wunsch Jin deutete über die Schulter auf seinen Rücken. Sabathea umrundete ihn langsam,
dann sah sie das Schwert, das unter seinem linken Schulterblatt steckte. Es war zu klein, um ihm ernsthaft gefährlich zu werden, aber sicherlich schmerzhaft. Und steckte an einer Stelle, die der Djinn mit seinen Pranken nicht erreichen konnte. Möchtest du, dass ich dir helfe? Wer seid ihr? Was? Ihr habt Fürsten getötet. Habe ich mit meinen Augen gesehen. Amarillis ins Feuer geworfen. Mensch hat das getan. Ja. Gut. Dass Amarillis tot ist? Ja, dass er tot. Lass mich an deinen Rücken. Ich zieh das Schwert heraus. Er drehte sich halb um und wandte ihr den muskulösen Rücken zu. Die Haut war von zahllosen Narben übersät, Peitschenhiebe und Schnittwunden. Sabathea musste auf einen Geröllturm klettern, um an die Waffe heranzukommen. Wenn es auch von Natur aus in der Macht des Ifrit lag, seinen Körper zu verkleinern, so war das im Augenblick offenbar unmöglich. Das Chromschwert hätte seine Größe beibehalten und ihn auf der Stelle getötet. Oh. Gut. Ich hab's. Eins. Zwei. Der Ifrit streckte sich, spürte, dass der Stahl aus seinem Körper verschwunden war, drehte sich zu ihr um und packte sie mit seiner Klaue. Er hob sie von den Steinen und setzte sie im Boden ab. Gut. Ist das der Moment, in dem ich mir was wünschen darf? Keine Wunschkraft mehr. Aha. Zwei Wünsche, dann den dritten gestohlen. Kein Wunsch? Kein Wunsch. Aha. Wenn ihr beide mir trotzdem einen Gefallen tun wollt, verratet keinem, dass ihr uns begegnet seid. Versprechen. Gut. Na dann. Danke. Hab ich gern gemacht. Sabathea ging zurück zum Lager. Tarik schlief tief und wirkte ruhig. Besser, sie erwähnte die Begegnung gar nicht erst. Er hätte sie doch nur für verrückt und leichtsinnig erklärt. Sie verstand selbst nicht recht, was gerade geschehen war. Es waren 6, soweit sich das vor dem flimmernden Horizont zwischen den Gipfeln erkennen ließ. Sie kamen direkt auf sie zu. Jenna? Teppichreiter. Aus Bagdad? Woher sonst? Ist bloß noch einen halben Tag entfernt. Dann sind sie auf unserer Seite. Oh, nicht unbedingt. Sie werden uns für Jinne halten. Oder Spione. Spione? Das ist doch lächerlich. Oder für Schmuggler. Oh. Was nicht weiter tragisch wäre, wenn wir Waren dabei hätten, um sie zu bestechen. So aber werden sie glauben, dass wir Schmuggler der allerschlimmsten Sorte sind. Solche, die dumm genug waren, unterwegs alles zu verlieren. Einschließlich unserer Berechtigung, am Leben zu bleiben. Das hast du gewusst? Ich habe es kommen sehen. Wie? Meine Aufgabe ist so gut wie beendet. Jetzt bist du an der Reihe. Und was soll ich deiner Ansicht nach tun? Du bist keine Sklavin und auch kein Haremsmädchen. Aber du kommst aus dem Palast des Emirs von Samarkand. Und du hast Yunis genug Gold geboten, um damit eine kleine Armee auszurüsten. Was immer dich dazu bewogen hat, um jeden Preis nach Bagdad zu gehen, du hast irgendetwas vor. Und ich müsste mich sehr täuschen, wenn ich das nicht an die allerhöchsten Stellen führen sollte. Jetzt ist der Zeitpunkt da, an dem du dein geheimes Zeichen zückst und ihnen klar machst, wer oder was du wirklich bist. Was denn für ein Zeichen? Sag du es mir. Oh, Tarik, verdammt nochmal! Eine Tätowierung, ein Passwort, irgendeine verschlüsselte Formel. Was immer es ist, mach kein Geheimnis daraus. Wenn sie erst einmal hier sind, werden sie nicht lange fackeln. Deshalb hast du keine Fragen mehr gestellt. Weil du wusstest, dass du die Antworten früher oder später ganz von selbst erhalten würdest. Schien das Einfachste zu sein. Ich hatte nie eine andere Wahl. Bei all dem hier ging es nie nur um mich. Um mich sogar am allerwenigsten. Mir ging es um dich. Nur deshalb bin ich jetzt hier und nicht irgendwo dort draußen auf der Suche nach Yunis und Mariam.
Was immer auch geschehen wird, Tarik. Wohin auch immer ich gehen werde. Und was ich auch tun muss. Ich werde deine Hilfe brauchen. Ich bin nur ein Schmuggler. Und ich? Etwas viel. Viel Schlimmeres. Wer seid ihr? Die 6 Gardisten bildeten in der Luft einen Kreis um Tarik und Sabater. Ihre Teppiche waren ungewöhnlich lang und schmal. 6 bunte, gefranste Bänder, die sich auf den Gebirgswinden wellten. Und was habt ihr hier zu suchen? Die Männer trugen dunkle Bärte und Kapuzenhelme. Auf jedem steckte eine Feder, die sie als Mitglieder der Falkengarde kennzeichnete. Die Falkengarde sind die fliegenden Krieger des Kalifen von Bagdad. Auf ihrem Rücken tragen sie ein Rundschild aus Holz, beschlagen mit eisernen Nieten. Um ihre Brust silberne Kettenhemden mit Verzierungen aus Bronze. An ihren schmalen Gürteln hängen Krummschwerter und Sichel-Äxte. Manche sind mit Lanzen bewaffnet, andere mit Bögen. Antworte, Einauge! Der Hauptmann des Trupps war ein kräftiger Soldat mit vernarbtem Gesicht. Er sah aus, als wüsste er mit seinem Teppich umzugehen. Und Tarik kannte die Fähigkeiten der Falkengarde und hatte gelernt, sie zu respektieren. Was tut ihr hier? Ich bin Tarik al-Jamal. Wir kommen aus Samarkand. Quer durchs Djinnland? Ja, wir sind beide verwundet und halb verhungert. Habt ihr Djinne gesehen? Tarik blickte über die Schulter und betrachtete den Mann, der soeben gesprochen hatte. Er war dunkelhaarig wie alle anderen. Aber er trug keinen Bart, war größer als sie und sehr breitschultrig. Sein Haar fiel lang und lockig über die Schultern. Auf seinem Schalenhelm war keine Feder. Ich kenne solche Rüstungen. Er ist Byzantiner. Die Djinne ziehen über das Salz der Kavir nach Westen. Gegen Bagdad, vermute ich. Das wissen wir. Wer sagt uns, dass ihr keine Überläufer seid? Wir sind einem Djinn-Fürsten begegnet. Wir haben ihn umgebracht. Natürlich. Wirklich gut gemacht. Sie werden verfolgt. Tarik fuhr herum. Der Byzantiner blickte nach Osten. Tarik folgte seinem Blick. Doch der Himmel schien ihm so leer wie die ausgetrockneten Berghänge des Zagros-Gebirges. Djinne? Möglicherweise. Falls es Djinne sind, sind sie ungewöhnlich vorsichtig. Ihr seid also nicht allein. Ich gebe euch mein Wort. Nein, sind wir nicht. Was meinst du damit? Wir werden verfolgt. Schon seit einer ganzen Weile. Es ist ein Ifrit. Die Winde tragen sein Zeichen. Aber da ist noch etwas anderes. Der Ifrit? Warum hast du mir nichts gesagt? Weil du versucht hättest, ihn zu töten oder sonst wie loszuwerden. Dann wären wir jetzt immerhin nicht in der Lage, diesen Männern erklären zu müssen, weshalb wir einen Ifrit nach Bagdad geführt haben. Aber er wollte uns nichts tun. Er schien sogar dankbar zu sein. Woher willst du wissen, was... Ich habe mit ihm gesprochen. Du hast was? Als du geschlafen hast. Der Byzantiner hatte seinen Teppich unglaublich schnell neben sie gelenkt, beugte sich herüber, ergriff mit seiner behandschuhten Rechten Sabateas Kinn und hielt es fest. Sie sagt die Wahrheit. Sie hat den Ifrit berührt. Also doch Spione. Nein, ich denke nicht. Nimm deine Finger von ihr. Der Helm des Byzantiners, versehen mit einem Kettenschleier, ruckte zu Tarik herum. Augen im Schatten fixierten ihn, als nehmen sie ihn zum ersten Mal wahr. Der Mann neigte den Kopf und zog langsam die Hand zurück. Du hast den Geruch eines Djinn-Häuptlings an dir. Hat das Mädchen also die Wahrheit gesagt? Wir waren in den hängenden Städten. Es gab einen Angriff, eine Schlacht. Die Djinne wurden überrascht und eines der Rochnester ist zerstört worden. Der Djinn-Fürst wurde unter den Trümmern begraben. Er war schon so gut wie tot, als ich ihn fand. Von wem sind die Djinne angegriffen worden? Von Menschen, die auf Wirbelstürmen reiten. Die Sturmkönige. Wir konnten fliehen. Der Ifrit hat uns beobachtet. Wir sind auf demselben Weg entkommen wie er und seitdem ist er uns gefolgt. Almarik sagt, da ist noch etwas anderes. Wer ist noch bei dem Ifrit? Ein Elfenbeinpferd. Ein Ifrit und ein Elfenbeinross. Das hast du geträumt, Mädchen. Der Mann aus Byzanz lenkte seinen Teppich von ihnen fort und richtete ihn nach Osten aus.
Er saß jetzt ganz starr im Schneidersitz an der Vorderkante, unweit des Abgrunds. Seine Hände lagen auf seinen Knien. Es ist möglich. Ich werde sie suchen. Nein! Das Wunder, von dem du berichtest, ist eines, das ich mit eigenen Augen sehen will. Also, keine Sorge, Vorkosterin. Vorkosterin? Niemand hat Karamans Vorkosterin je unverschleiert zu Gesicht bekommen. Nicht einmal ihr Name ist außerhalb des Palastes bekannt. Es heißt, dass sie nicht die erste gewesen ist, an der die Alchemisten des Emirs ihre Versuche angestellt haben. Keiner weiß, wie viele Kinder an den Vergiftungen gestorben sind, ehe sich ein Mädchen als widerstandsfähig genug erwies. Sie war die einzige, die übrig blieb. Das Blut dieses Mädchens ist tödlicher als der Biss einer Viper. Dass Gift ihr keinen Schaden zufügen kann, gilt als gesichert. Doch das allein rechtfertigt nicht ihren außerordentlichen Wert für den Emir. Sie besitzt das Talent, jedes Gift schon auf eine Entfernung von wenigen Fuß zu wittern. Und wenn sie es nicht spürt, dann schmeckt sie es, ohne dass es ihr selbst gefährlich werden kann. Es heißt, Karaman hat seit vielen Jahren keinen Schluck Wasser, keinen Wein, kein noch so winziges Stück Obst zu sich genommen, von dem seine Vorkosterin nicht probiert hat. Anschläge auf sein Leben hat es viele gegeben. Und manch einen seiner Feinde haben die Berichte über die legendäre Vorkosterin zu den abenteuerlichsten Giftmischungen verleitet. Keiner von ihnen hatte je Erfolg. Diese Kostbarkeit wollte Karaman nun seinem Herrn zum Geschenk machen. Harun al-Rashid, dem Kalifen von Bagdad. Dein Name ist Jabatea? Ja, mein Gebieter. Ich bin eure untertänigste Dienerin. Vorausgesetzt, ich nehme Karamans Geschenk an. Falls ihr mir diese Gnade erweist. Für dich mag es in der Tat eine Gnade sein. Denn ich zweifle nicht, dass dein Leben hier erfreulicher sein würde als am Hof meines ehrenwerten Statthalters. Auch wenn uns seit langem keine Flüchtlinge aus Samarkand mehr erreicht haben, so erhalte ich doch regelmäßig Nachricht über das, was dort geschieht. Du als Mann aus dem einfachen Volk, erweise mir die Ehre deiner Meinung. Ich bin nur der Begleiter der Vorkosterin. Ein Schmuggler, ich weiß. Und der Sohn eines Schmugglers, so wurde mir berichtet. Aber sag mir, wie sind die Zustände in Samarkand? Meine Enklave im fernen Osten des Reiches. Emir Karaman regiert mit harter Hand. Das Volk liebt ihn nicht? Das Volk kennt es nicht anders. Karaman herrscht schon seit vielen Jahren. Manch einer würde behaupten, dass ich der Herrscher bin in Samarkand und der Emir nur mein Auge und meine Stimme. Gewiss, Herr. Karaman ist euer Diener, so wie ich und jeder hier. Manch einer fragt sich jedoch, ob er selbst das genauso sieht. Vorkosterin, teilst du die Ansicht deines Begleiters? Der Emir ist ein Mann grausamer Worte und Taten, mein Gebieter. Das Geschenk, das er mir anbietet, ist großzügig und ich will es gern annehmen. Von heute an sollst du meine Speisen kosten. Ich danke euch, Herr. Die Vorkosterin soll gewaschen und eingekleidet werden. Bringt sie später in meine Gemächer, damit wir unser Gespräch über meinen treuen Statthalter fortsetzen können. Ich danke euch. Was dich angeht, Tariq al-Jamal, du hast dieses Mädchen sicher durchs Djinnland an unseren Hof geleitet. Dafür gebührt dir unser Dank. Mein Leben für die Ehre unseres allmächtigen Gebieters. Man hat mir berichtet, du behauptest, einen Djinn-Fürsten getötet zu haben. Tatsächlich war ich diejenige, die das behauptet hat. Und es ist die Wahrheit. Dieser Mann hat den Djinn-Fürsten in die Flammen eines brennenden Rochnestes gestoßen. Ist das wahr? Ja, mein Gebieter. Wie hast du dein linkes Auge verloren? Es ist noch nicht lange her, nicht wahr? Mein treuer Kadis hier hat es bemerkt. Ist es beim Kampf mit den Djinnen geschehen oder sind vielleicht die Sturmkönige dafür verantwortlich? Ich bin den Sturmkönigen zum ersten Mal in den hängenden Städten begegnet, Herr. Ich kann wenig Schlechtes über sie berichten. Was mein Auge angeht, so wurde es beim Kampf mit dem Djinn-Fürsten verletzt. Ich muss dich warnen. Zwar sind die Sturmkönige in der Tat Freiheitskämpfer gegen die Djinne. Unglücklicherweise aber waren sie, oder ihre Vorfahren, auch bereits Rebellen gegen die Herrschaft meiner Vorfahren.
Bei allem, was Sie dort draußen im Djinnland an Gutem bewirken mögen, bleiben Sie doch Widersacher Bagdads und damit unsere Feinde. Sie sind Aufrührer und Verbrecher. Hast du das gewusst, Tariq al-Jamal? Nein. Das wusste ich nicht. Du bist also sicher, dass du nicht mit ihnen im Bunde stehst? Das bin ich, Herr. Und du bist bereit, darauf einen Schwur zu leisten? Sagen wir, beim Leben dieses Mädchens an deiner Seite? Ja, mein Gebieter. Nun denn, so zeige uns nun dein Auge. Wir wollen sehen, wie sehr du bei deinem Duell mit dem Djinn-Fürsten in Mitleidenschaft gezogen worden bist. Ich bitte euch, Herr, quält ihn nicht dafür, dass er mich sicher hierher geleitet hat. Er war euch ein treuer Diener und ich sah ihn viele Djinne töten. Das will ich nicht in Abrede stellen. Einen Djinn-Fürsten zu töten ist eine große Heldentat, ganz ohne Zweifel. Und wenn es wahr ist, so will ich seinen Verlust mit Gold vergelten. Doch eines solltet ihr wissen. Die Wunden, die ein Djinn-Fürst schlägt, können nicht heilen. Ich habe mit meinen eigenen Augen Krieger gesehen, die im Kampf gegen einen von ihnen gefallen sind. Ihre Wunden haben sie aufgefressen. Selbst nach ihrem Tod breiteten sich ihre Verletzungen wie Geschwüre über ihre Körper aus, krempelten ihr Inneres nach außen. Diese Männer wurden vor meinen Augen zu rohem Fleisch. Es heißt, nur die Sturmkönige besitzen eine Magie gegen die Vernichtungszauber der Djinn-Fürsten. Sie seien geschützt gegen das Gift ihrer Klauen, erzählt man sich. Nun frage ich mich also, wie kann dieser Mann, Tariq al-Jamal, einen Djinn-Fürst getötet und sogar Wunden davongetragen haben, ohne dass es ihm erging, wie meinen besten Kriegern. Sag mir, Tariq al-Jamal, wie ist das möglich, wenn du nicht entweder ein Lügner bist oder gar selbst ein Sturmkönig? Nun mach schon! Wartet. Er wird uns sein Auge aus freien Stücken zeigen. Nicht wahr? Tariq! Nicht! Sieh zu, dass dir nichts geschieht. Dann wandte er das Gesicht wieder dem Kalifen zu, schob beide Hände von oben hinter die Augenbinde und zog sie übers Kinn nach unten. Der Schmerz bohrte sich mit der Macht eines glühenden Dolches in sein Hirn. Hitze erfüllte seinen Schädel bis zum Bersten. Ein Netz aus Feuer, das sich über sein Gesicht verästelte, durch die Poren sickerte und sein Gehirn umschloss, sich enger zusammenzog. Noch enger. Und dann sah er. Sah Harun al-Rashid auf seinem Thron. Nicht hager und zitternd wie ein kranker Mann, sondern aufrecht und kraftvoll. Die Wangen gerundet, die Hände nicht länger knochig. Höflinge und Diener umgaben den Thron. Aber es waren weniger und andere als noch vor einigen Augenblicken. Ein muskulöser schwarzer Hund saß neben dem Thron. Dort, wo gerade eben noch Kalis gestanden hatte. Er witterte etwas, sah genau in Tariqs Richtung, fletschte die Zähne, sprang auf und dann konnte Tariq es nicht länger zurückhalten. Sie hatten sie gewaschen und in edle Gewänder gehüllt. Und Sabater hatte es mit steinerner Miene über sich ergehen lassen. Ihre Gedanken kreisten um Tariq, wo immer er jetzt sein mochte. Bitte, kommt hier herein. Sie hatte ihm gerade noch die Binde über das linke Auge ziehen können, bevor man sie beiseite stieß, ihn packte und davonschleppte. Augenblicke zuvor, als er zu schreien begonnen hatte, waren Bittsteller und Bedienstete auseinandergesprungen. Der alte Berater Kalis hatte sich schützend vor den Kalifen geschoben, während sich die Männer der Falkengarde auf den tobenden Tariq warfen. Ein Besessener, hatte jemand gerufen. Ein Wahnsinniger. Ein Djinn in Menschengestalt. Setzt euch doch. Ich schenke euch Tee ein. Sabater saß in einem Gemach aus Säulen und Seide, aus Wasserspielen und schimmerndem Gold. Nur drei Möbelstücke. Ein runder Tisch und zwei Stühle. Kein Divan in dieser Kammer.
keine pompöse Kissenlandschaft. Nicht ihre Schönheit war der Grund, aus dem der Kalif sie hier empfing. Und nun entschuldigt mich. Sabathea war nun allein, wartete. Die vielen kleinen und größeren Blessuren an ihrem Körper erwiesen sich jetzt als Segen. Mit dem Fingernagel öffnete sie eine Kruste im Nacken. Nur ein winziger Kratzer, verborgen unter ihrem schwarzen Haar. Sie presste lange genug, bis ihre Fingerkuppen nass waren von Blut. Dann träufelte sie ein wenig davon in ihren Tee. Und dann in den des Kalifen. Sabathea. Mein Gebieter. Erst reden wir. Dann wollen wir trinken. Wie ihr wünscht, mein Gebieter. Du zitterst ja. Verzeiht mir, Herr. Das habe ich längst. Denn ich weiß, warum du in Wahrheit hier bist. Ein Lager aus Zelten, verborgen zwischen bizarren Felsformationen, irgendwo tief in der Wüste. In einem davon wartete Yunis auf den Anführer der Sturmkönige. So nannten sie sich selbst und Stolz schwang dabei mit. Es war sein dritter Tag im Lager. Mehr als 200 Menschen waren aus den Pferchen der Roch gerettet worden. Die meisten hatten in den Bergen bleiben wollen, doch 32 Männer hatten sich ihnen anschließen wollen. Und Yunis war einer von ihnen. Es hatte mit Rache zu tun. Rache für Sabathea und seinen Bruder, falls sie in der Höhle gestorben waren. Aber auch mit der Hoffnung, sie aufzuspüren, falls sie noch lebten. Hallo. Plötzlich stand dort eine Gestalt. Klein und sehr zart. Ein Kind noch, ein Junge. Stand da und blickte herein. Starrte Yunis an. Vom Mond über der Wüste in silbrigen Glanz gehüllt. Wer bist du? Aber da wandte sich der Junge schon ab, floss wie geschmolzenes Silber davon, fort aus seinem Blickfeld. Yunis stand auf, machte ein paar Schritte nach vorn, um zu sehen, wohin das Kind verschwunden war. Doch bevor er den Ausgang erreichte, trat jemand zu ihm ins Zelt. Staub bedeckte die wollene Kleidung, die verschlungenen Schärpen um Schultern und Gesicht. Nur ein Augenschlitz blieb unbedeckt zwischen all den Bahnen und Falten im Stoff. Unsichtbare Augen im Schatten. Sei gegrüßt. Mein Name ist Yunis al-Jamal und ich danke dir dafür, dass deine Leute uns gerettet haben. Ich möchte mich euch anschließen. Der Sturmkönig beobachtete ihn stumm. Dann nickte er. Er hob die Hände an den Hinterkopf und öffnete die Stoffbahnen. Bedächtig entwirrte er die staubigen Binden, die seinem Schädel eine derbe, nichtmenschliche Form gaben. Der Kopf, der sich aus der Vermummung schälte, war ungleich schmaler. Langes Haar löste sich im Nacken. Willkommen bei den Sturmkönigen.